Also es könnte man meinen, es geht los. Nee, natürlich nicht. Wir wollen pünktlich anfangen um 18.58 Uhr haben wir es gerade. Aber wir werden uns so einstimmen. Ich finde das ganz fantastisch. Jetzt muss ich mal fragen, liegt da auf dem ersten Stuhl, da liegt da noch was drauf, so als Besetzzeichen, so ein Handtuch? Nee, ne? Also kann noch jemand... Da kommt noch jemand und setzt sich noch hin. Das ist auch spannend, ne? Welchem Vertrauen? Handy liegen lassen. Also ich leck das mal so hin. Genau, ein virtuelles Handtuch. Also wir wollen um Punkt 19 Uhr anfangen und ich freue mich sehr, dass Sie hier die Zeit gefunden haben, schon mal hier vorbeizuschauen und hier diesen Saal zu füllen. Das freut uns natürlich in Wien von dieser Runde auch sehr, denn wir haben schon ganz Zeit überlegt, mit wem reden wir da. Wir haben uns dann, weil wir schalten auch nach Dahlem rüber, in wenigen Minuten schalten wir gleich rüber, denn es wird ja auch übertragen und da haben wir schon gesagt, wir werden nur Dahlem zeigen und dann hier keinen, wenn hier keiner sitzen würde. Aber jetzt sind alle da. Alle verabredet. Ich finde das ganz toll. Sieht alle gut aus. Auch mit den Masken. Muss ich das sagen. Wir hier vorne dürfen maskenlos hier sitzen. Wir haben uns alle testen lassen und wären insofern auch ein bisschen sehr von der Übertragung her ein bisschen muffelig, wenn wir die ganze Zeit durch die Masken reden würden. Ich hoffe sehr, dass wir mit dabei sind. Punkt 19 Uhr fangen wir an. Das ist ja unfassbar. Komm, ist ja wirklich noch irgendwie der Platz besetzt. Achso, bei ihr Handy. Achso, dann auf jeden Fall. Wenn er kommt, auf jeden Fall dann Nachricht schicken. Jetzt reinkommen. Sie warten auch noch. Mensch. So, liebe Technik ist auch mit dabei. Vera hört sich gut an, ne? Oder? Der Sound, alles wunderbar. Wir fangen an um 19 Uhr. Wenige Sekunden. Ach, das ist toll. Total aufregend. Kurz vorher, also mit Ihrer Teilnahme, dass Sie jetzt hier drin sitzen, sind Sie natürlich damit einverstanden, dass wir hier Bild und Ton und alles übertragen dürfen und verwenden dürfen. Alle nicken gerade. Wunderbar. Wer jetzt nicht dabei sein möchte, aufspringen, raus aus der Tür. Macht keiner, wir können starten. Es ist 19 Uhr. Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Langen Nacht der Wissenschaften hier im Bessie-Hörsaal in der Albert-Einstein-Straße am Helmholtz-Zentrum Berlin-Adlershof. Die Forschungsplattform für Katalyse CatLab, ein Gemeinschaftsprojekt von Helmholtz-Zentrum Berlin und der Max-Planck-Gesellschaft, beteiligt sich mit vielfältigen Aktivitäten und spannenden Experimenten an eben dieser langen Nacht der Wissenschaften. Und eine dieser Aktivitäten, die steht jetzt an, meine Damen und Herren, und zwar ein interaktiver Talk, an dem Sie sich als Zuschauer und Hinhörer auch gern beteiligen können. Nicht nur hier in Adlershof, sondern auch in Dahlem. Denn die Veranstaltung wird live übertragen ans Fritz-Habert-Institut. Und da müssen wir jetzt mal rüberschalten. Und den geben wir jetzt aus Adlershof mal einen großen Applaus nach Dahlem. Und wir holen uns einen Applaus aus Dahlem hier rüber nach Adlershof. Mal schauen, ob das funktioniert. Haben wir einen Applaus in Dahlem? Nee, die sitzen alle da und sagen, nee, wir warten noch auf unsere Schorle. Ja, denn die Veranstaltung, wie gesagt, wird ja live übertragen vor Ort. Der Direktor, und da können wir auch nochmal einen Applaus geben. Ich hoffe, ihr hört uns, der Carsten Reuter. Haben wir einen Applaus für Carsten Reuter. Ja. Direktor am Institut Janes Publikum in Dahlem hat dann ebenfalls die Möglichkeit, wie Sie hier natürlich Fragen zu stellen, die uns dann kompakt übermittelt werden und die ich dann in unsere Runde mit einfließen lasse. Und Sie hier in Adlershof können sich natürlich auch mit kurzen Handzeichen bemerkbar machen. Ich nehme Sie dann wahr und Sie können dann Ihre Fragen kurz und knackig stellen. Das heißt also, wenn Sie hier irgendwie eine Frage loswerden wollen, einfach so leicht das Handzeichen. Ich nehme das so aus dem Augenwinkel wahr. Ich habe das lange trainiert. Ja, also und heute lassen wir natürlich auch noch unsere wunderbaren Experimente mit einfließen. Wir werden uns überraschen lassen. Ich bin gespannt, was wir da alles auf dem Programm haben. Denn das Wichtigste an Wasserstoff ist, seine Energie zu spüren. Mein Name ist Mario Schmidt und ich darf jetzt als Moderator meine Talkgäste begrüßen, mit denen wir heute Wissen unterhaltsam präsentieren werden. Herzlich willkommen an die wissenschaftliche Referentin, Koordinierungsstelle Energiesysteme der Zukunft, AKATEC, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Ein Applaus für Dr. Berit Erlach. Dabei der Präsident des Umweltbundesamtes. Ein Applaus, ein Willkommensapplaus für Professor Dr. Dirk Messner. Auch den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Deutschen Industrie heiße ich herzlich willkommen. Ein Applaus für Holger Lösch. Ein herzliches Willkommen an den wissenschaftlichen Geschäftsführer Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH. Ein Applaus für Professor Dr. Bernd Rech.
Und meine Damen und Herren hier in Adlershof und in Dahlem in unserer Runde sollte gleich aktiv sein der Direktor am Fritz-Habert-Institut der Max-Planck-Gesellschaft und Gründungsdirektor Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion, Professor Dr. Robert Schlögl. Professor Dr. Robert Schlögl ist nicht da, denn er ist leider erkrankt an einer Sommergrippe, die ihn nicht sprachlos, aber in dem Fall stimmlos gemacht hat. Und deswegen hat er gesagt, bei einer Talkrunde nicht sprechen zu können, bringt nicht so viel. Deshalb möchten wir Folgendes machen, ihn zwar nicht mit einem Applaus willkommen heißen, aber einen Genesungsapplaus schicken. Schick mal rüber an Professor Dr. Robert Schlögl. Ich hoffe, ist angekommen und werden ihn bei einer nächsten Runde hier dabei heißen. Meine Damen und Herren, unser Thema in den nächsten rund 90 Minuten ist keine Energiewende ohne Wasserstoff. Da haben wir mit Absicht die Satzzeichen wie Fragezeichen, Punkt und Ausrufezeichen weggelassen, um uns für heute viel Spielraum für die Diskussion zu lassen. Einsteigen wollen wir mit kurzen Statements meiner Gäste der interaktiven Talkrunde und dazu habe ich mir drei Fragen vorbereitet. Erstens, brauchen wir Wasserstoff? Zweitens, was macht man, wenn die Sonne nicht mehr scheint? Und elektrisch only wird es elektrische Anwendungen für Energie geben. Und Frau Dr. Berit Erlauch, bei Ihnen wollen wir natürlich beginnen. Also vielleicht einsteigen gleich, ich will die Fragen nochmal wiederholen. Brauchen wir Wasserstoff? Ein einfaches Nicken reicht mir dann wahrscheinlich dann gar nicht. Und was macht man, wenn die Sonne nicht mehr scheint und wenn Sie wollen, elektrisch only, wird es elektrische Anwendungen für Energie geben? Auf jeden Fall Wasserstoff brauchen für die Energiewende. Es gibt da viele Studien, die untersuchen anhand von Energieszenarien, wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann. Das ist ja das erklärte Ziel der Bundesregierung. Und es wird schon so sein, dass der größte Teil der Energie durch Windenergie und Photovoltaik bereitgestellt werden wird. Wir werden auch überall dort, wo wir können, wahrscheinlich dann Strom direkt einsetzen, also Elektromobilität im Pkw-Bereich, Wärmepumpen zum Heizen. Aber es gibt eben auch Anwendungen, da kann man jetzt nicht direkt Strom einsetzen, beispielsweise für Flugzeuge oder es gibt auch viele Bereiche in der Industrie. Und dafür brauchen wir dann Wasserstoff. Und da kommen wir gleich auch zu der zweiten Frage, was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Das ist auch so eine Situation, in der uns Wasserstoff dann helfen kann. Denn wir können zwar jetzt, sagen wir mal, so ein paar Stunden auch mit Batteriespeichern überbrücken, aber wenn wir zum Beispiel dann im Winter wirklich mal 2 Wochen haben, wo wir ja sowieso wenig Sonne haben und dann auch noch eine Windflaute, dann können wir Wasserstoff, den wir eingespeichert haben, nutzen, den dann in Brennstoffzellen, Kraftwerken oder in Gasturbinen auch einsetzen und können dann diese Zeiträume damit überbrücken. Jetzt habe ich vergessen, was die letzte Frage war. Ich muss Ihnen sagen, ich vergesse das auch immer, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Elektrisch only, wird es elektrische Anwendungen für Energie geben? Das ist so eine Frage, die kann man beantworten, muss man aber nicht, aber die ist sozusagen noch mit dazu. Professor Schlögl wollte die unbedingt reinhaben. Ich habe es akustisch elektrisch nicht only, wird es elektrische Anwendungen für Energie only geben? Ja, das habe ich ja eigentlich schon, glaube ich, beantwortet, dass es elektrisch only wird es nicht geben, weil es einfach bestimmte Bereiche gibt, vor allem auch in der Industrie. Da wird ja Wasserstoff dann auch teils stofflich benutzt, um Produkte herzustellen. Das wird beispielsweise nicht gehen mit Strom oder eben auch Flugzeuge, bestimmte andere Bereiche des Schwerlastverkehrs. Da brauchen wir dann stoffliche Energieträger. Und da eignet sich eben dann Wasserstoff, weil er CO2 verbrennt. Vielen Dank für das Statement. Und da kommen wir gleich rüber zu Professor Dr. Dirk Messner. Ja, ich kann das im Wesentlichen bestätigen oder alles bestätigen, was hier schon gesagt worden ist. Der Kern der Energiewende, der Defossilisierung ist das erneuerbare Energiesystem. Dazu haben Sie schon einiges gesagt. Und dann haben wir Teilbereiche der Wirtschaft, Herr Lösch, darüber haben wir schon öfter gesprochen, wo man mit Elektrifizierung Recording in progress. Wunderbar. Okay, also jetzt wissen wir Bescheid. Da kommen wir mit der Elektrifizierung nicht weiter. Das betrifft die chemische Industrie, das betrifft die Stahlindustrie. Und wenn man dann vom Wasserstoff in die synthetischen Kraftstoffe geht, wird das auch den Flugverkehr und vielleicht Teile des schweren Lastverkehrs und des schweren Schiffverkehrs betreffen. Und dafür brauchen wir Wasserstoff. Und deswegen ist das ein wichtiger Teil der Defossilisierungsprozesse. Also brauchen wir Wasserstoff ganz klar mit auf einem. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Vielen Dank. Und wir gehen natürlich dann gleich weiter. Und da freue ich mich darüber, dass Holger Lösch auch dazu ein kurzes Statement hat. Ja.
Also wir wissen alle, heute haben wir 80% Nichtstrom, 20% Strom in unserer gesamten, unserem Energieverbrauch. Wir werden sehr viel effizienter sein, wir werden sehr viel Strom auch kriegen, aber wir werden zu keiner vollkommenen Umkehrung kommen. Das heißt, wir werden enorme Mengen grüne Moleküle, wenn man das so schön sagen will, brauchen. Wie viel wir am Ende davon brauchen werden, das hängt ein bisschen davon ab, wie wir die Systemkosten für direkte und indirekte Elektrifizierung anschauen. Für mich ist aber ganz wichtig, das Kernziel ist, wir müssen unseren gesamten Energieverbrauch defossilisieren. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Begriff, weil dekarbonisieren ist bei Kohlenstoffeinheiten wie uns immer ein bisschen tricky. Also das ist der Kern. Und das kann man direkt machen. Also Sie können grünen Strom erzeugen mit Photovoltaik oder Wind. Das wird ein irre großes Ding werden weltweit. Gibt uns übrigens unfassbare Möglichkeiten. Also wir haben überhaupt keinen Mangel an Kapazität zur Erzeugung von grünem Strom durch Wind und Sonne weltweit. Wir haben aber ein Problem mit dem Speichern und mit dem Transportieren über weite Strecken. Und deswegen glaube ich, muss man so sehen, es gibt eine direkte Elektrifizierung und es gibt dann die indirekte Elektrifizierung, wo Wasserstoff oder andere Möglichkeiten, Methanolroute ist ja auch so ein Thema, dann, ich sage immer, der geborene Zwilling von grün, direktem grünen Strom werden, weil sie ihn einfach transportierbar und speicherbar machen. Und für mich als Industrievertreter hat das auch einen großen Vorteil, weil natürlich in diesen ganzen Technologien auch eine Menge globale Marktchancen stehen. Und wir natürlich auch hoffen, dass deutsche, europäische Industrie hier eine wichtige Rolle spielt in der Zukunft. Vielen Dank, Herr Gelösch. Und da kommen wir zu Professor Dr. Berndreich. Sie haben jetzt sozusagen zwei Statements abzuliefern. Also ich bin gespannt. Genau. Ich fange aber vielleicht einfach nochmal damit an. Wir sind ja hier in der langen Nacht der Wissenschaft und vielleicht nochmal, um die Faszination Wasserstoff zu beschreiben ist. Wenn wir Wasserstoff verbrennen oder nutzen, entsteht einfach als Abgas, Wasserdampf, Wasser. Das heißt, wir haben einen wunderbaren Kreislauf, der das Klima nicht belastet. Wenn wir mit kohlenstoffhaltigen Quellen anfangen, Erdgas, Erdöl, enden wir immer im CO2, im Kohlendioxid. Und das ist das, was das Problem des Klimawandels macht. Also eine wasserstoffbasierte Zukunftstechnologie ist schon vom Prinzip her sehr spannend. Herr Lötsch hat es auch gesagt, es geht um Defossilisierung, wir werden auch Kohlenstoff weiter brauchen. Wir können zum Beispiel in der Zukunft uns vorstellen, dass wir das CO2 wieder aus der Atmosphäre entnehmen, mit grünem Wasserstoff verbinden und dort dann auch wieder chemische Energieträger in verschiedensten Formen herstellen. Also es ist ein Einstieg in eine andere Industriegesellschaft mit auch unglaublichen Chancen und Möglichkeiten. Und der elektrische Strom, grüner elektrischer Strom, wird eine große Rolle spielen. Das wird mehrfach gesagt, die zentrale Rolle, um den grünen Wasserstoff zu erzeugen. Natürlich sollen wir Solarzellen und erneuerbaren Strom aus Windkraft so viel nutzen, wie wir können. Aber wenn es darum geht, dann Jahreszeiten zu überbrücken, Stahlwerke zu betreiben, dann brauchen wir einen Ersatz für die heutigen fossilen Energieträger und das wird wasserstoffbasiert sein. Auch durchaus Wasserstoff an Kohlenstoff gebunden oder Wasserstoff an Stickstoff gebunden. Also nur elektrisch wird es nicht gehen, muss es aber nicht. Wir werden so viel elektrifizieren wie möglich. Aber, und der Herr Lötsch hat es schon angesprochen, das ganze System muss global ausgerollt werden. Auch Deutschland wird zukünftig weiterhin Energie importieren, eben aus Ländern, wo noch mehr erneuerbare Energiequellen vorhanden sind. Und wenn ich jetzt zwei Statements machen soll, vielleicht das erste nochmal ist. Wir müssen wahrscheinlich noch erklären, warum der Thomas da drüben sitzt. Das müssen wir auch nochmal machen. Das machen wir später auch nochmal. Das mache ich auch nochmal. Aber jetzt nochmal ein zweites Statement. Genau, das zweite Statement ist, ich kann natürlich den Robert insofern gut mitvertreten, weil wir, der Herr Lötsch ja auch, alle unseren süddeutschen Akzent haben. Also genau, ist Wasserstoff bayerisch, kann man gleich mal fragen. Genau, das ist, also Wasserstoff ist vielleicht nicht unbedingt bayerisch, sondern er ist auch sehr berlinerisch. Deswegen forschen die Bayern, wie Robert und ich ja hier in Berlin auch, weil es hier die vielen Möglichkeiten gibt. Aber wir haben dann doch noch eine Verstärkung aus dem Fritz-Haber-Institut, den Thomas.
Und der wird uns vielleicht am Anfang auch mal zeigen, was für eine Power Wasserstoff hat. Thomas, legst du mal los? Denn wir haben ja schon versprochen, wir wollen uns von Experimenten überraschen lassen. Und der Thomas sagte, das wurde von Professor Schlügler ja angefordert. Und nun sagt er aber auch gleich, und das ist schon jetzt ein Impuls, den Sie auch mitnehmen sollen, also Wasserstoff ist flüchtig. Das heißt, wir könnten natürlich dann warten und daher wir nicht so viel Zeit haben, sprich für den Wasserstoff. Schauen wir doch mal jetzt ganz konzentriert. Ich hoffe, das wird auch gezeigt, bis nach Dahlem. Genau. Wie funktioniert das? Noch nicht machen. Genau, ich wollte sicherheitshalber nochmal die Sicherheitsbelehrung machen, Masken auflassen. Sicherheitshalber, wir wissen noch nicht genau, es ist ja natürlich das erste Mal, dass wir sowas in einem geschlossenen Raum machen. Wir können den Thomas auch nochmal sagen, der Thomas hat uns vorhin erklärt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht vor 800 Leuten, aber da war der Ballon größer und wir hatten noch noch mehr Knallmöglichkeiten dort. Es war schon ein Boom. Das ist hier mehr so ein Peng, auf den wir uns jetzt einstellen müssen. Ist das richtig? Oder ein Knall? Wir hatten ja vorhin... Ein Knall. Ich wollte es gerade ein bisschen soft. Wir probieren mal. Wir probieren es mal. Also bitte. Soll ich das Mikrofon verstärkt machen? Nee. Nein. Achtung jetzt. Ich mache nur die rechte Seite, sonst höre ich die gar nicht mehr. Die nachfolgende Sendung verschieben Sie um 20 Minuten. Nein. Das ist jetzt natürlich ein echtes Experiment, weil es halt nicht funktioniert. Es riecht ein bisschen nach Weihnachten. Aber ich hätte immer gedacht, am Fritz Haber, Sie sind auch ein bisschen Chemiker. Habe ich auch gedacht. Weil ich habe immer gelernt, Chemie ist, wenn es stinkt, Physik, wenn nichts gelingt. Ah! Ja, mal ein Applaus für unser spektakuläres Experiment. Und Professor hat recht, das müssen wir jetzt mal, jetzt hören wir schon, ne? Also Wasserstoff ist auch flüchtig. Und wie ich ja schon gerade gesagt habe, so in diesem Experiment, wir können ja gleich mal so einsteigen, so langsam so flüssig rüberkommen, weil es flüchtig ist, wirklich flüchtig insofern, dass man es nicht lange auf sich wartet, es will davon. Das haben wir gerade so gehört. Deswegen müssen wir auch das Experiment zum Anfang machen. Können Sie das vielleicht schnell mal passend zum Experiment erläutern? Gut, ich meine, der Wasserstoff ist flüchtig, ist ja ein Gas, breitet sich aus. Wenn Wasserstoff verbrennt, und das ist, glaube ich, wichtig, verbrennt er zu Wasserdampf, also Wasserstoff oxidiert. Aber auf was wir natürlich auch aufpassen müssen, ist mit Wasserstoff, dass wir die entsprechende Sicherheitstechnik entwickeln. Es ist alles handhabbar, aber es ist auch kein ungefährlicher Stoff. Er riecht nicht, man merkt nicht, wenn Wasserstoff da ist, und wenn er in der Atmosphäre entweicht, ist es auch nicht gefährlich. Aber wenn er in einem geschlossenen Raum plötzlich zu viel Wasserstoff sich akkumuliert, dann besteht eine Explosionsgefahr. Das wird man handeln können und macht man auch. Wir arbeiten in unseren Laboren sehr viel mit Wasserstoff. Aber wenn wir ihn großtechnisch einsetzen, ist das, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass die Industrie auch lernen muss, sichere Lösungen für alle Wasserstoffanwendungen zu realisieren. Wir wollen mal schon bei diesem praktischen Beispiel mit der Verflüchtigung mal bleiben, und zwar von den praktischen. Viele sind wahrscheinlich, weiß nicht, ich hoffe natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angekommen, aber auch einige mit dem Pkw, so auch ich, ein Stück zu fahren. Und zwar Wasserstoff-Pkws. Das ist insofern, ich habe irgendwie gelesen, es könnte passieren, dass nach einer Weile, wenn man das Wasserstofffahrzeug Pkw stehen lässt, es ist dann leer, ist das richtig? Ja, ich glaube, wenn der Wasserstoff in einem Tank ist, in einem Drucktank, wie er bei Pkws eingesetzt werden kann, da sind wir natürlich immer die Frage, welcher Pkw fährt elektrisch, wo wird Wasserstoff eingesetzt, aber das kann man schon gut handeln. Es gibt auch andere Möglichkeiten, also ihn unter Druck zu speichern, man kann ihn aber auch an bestimmte organische Moleküle anbinden, dann hat man sowas Ähnliches. Das sind so die sogenannten Liquid Organic Hydrogen Carriers, die LOHCs. Auch dort kann man viel Wasserstoff einbringen und das ein bisschen fast wie eine normale Dieselflüssigkeit handeln. Also das gibt sehr, sehr viel Forschungsbedarf auf dem ganzen Weg, wie man Wasserstoff einsetzt, wie man Wasserstoff erzeugt, wie man Wasserstoff speichert. Also man hat eine, sagen wir mal, komplett neue Industrie vor uns. Ich habe mich so ein bisschen auf das Thema, kaum zu glauben, Moderator macht das, auf das Thema Wasserstoff vorbereitet. Ich habe mir was ganz Tolles. Wasserstoff ist ein chemisches Element mit dem Symbol H für lateinisch Hydrogenium, Wasserbildner. Wasserstoff ist ein natürlich chemisches Element, das auf der Erde in nahezu unbegrenzten Mengen vorhanden ist. Es ist das häufigste Element im ganzen Universum. Wasserstoff kann dabei helfen, die großen Herausforderungen der heutigen Zeit zu lösen. Die Klimakrise und die Energieversorgung. Verbrennt man Wasserstoff, haben wir schon gehört, wird dann nämlich eine Menge Energie freigesetzt. Der Vorteil, statt umweltschädlicher Gase entsteht bei dem Vorgang nur Wasser. Wasserstoff auf der Erde gibt es aber meist nicht in reiner Form, sondern gebunden, etwa in Wasser. Deshalb müssen wir ihn erst herstellen.
Nochmal eine Frage an Sie. Das klingt so wie so ein Allheilmittel. Ist es denn Wasserstoff? Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, diesen grünen Wasserstoff herzustellen. Man weiß es, man kann es heute mit, zum Beispiel mit Elektrolyse machen. Das heißt, man hat zwei Elektroden. Man braucht dann eine gewisse Spannung, einen elektrischen Strom, den man dann durchschickt. Und dann wird an einer dieser Elektroden Wasserstoff freigesetzt, auf der anderen Sauerstoff. So wird der Wasserstoff in der Elektrolyse hergestellt. Dort gibt es dann viele Dinge und da kommen dann gerade die Chemie, die Katalyse. Wir brauchen die richtigen Katalysatoren, die richtigen Materialien, die diesen Wasserstoff möglichst kostengünstig erzeugen lassen. Aber wir brauchen auch eine neue Industrie, die diese Elektrolyseure in großen Mengen herstellt und dann brauchen wir entsprechend viel grüne Elektrizität. Also den Wasserstoff, den wir heute herstellen, kommt nur ein ganz, ganz kleiner Teil wirklich aus regenerativen Energiequellen, sondern das Billigere und Einfachere ist noch, dass man den Wasserstoff daraus gewinnt, dass man dem Gas, dem Erdgas, im Prinzip die Wasserstoffmoleküle wegnimmt und dann Kohlenstoff übrig bleibt. Also das ist ein Beispiel, wie wir zu dem Wasserstoff kommen oder das Zentrale über Elektrolyse. Dann haben wir den Wasserstoff, dann müssen wir ihn aber, wenn wir ihn zum Beispiel in anderen Ländern oder anderswo erzeugen, muss er transportiert werden. Und da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, ihn entweder flüssig in Flüssiggasschiffen zu transportieren. Das ist nicht so leicht wie beim Flüssiggas, weil auch flüssiger Wasserstoff sehr leicht ist. Also er hat zwar sehr viel Energie, aber es ist ein sehr leichter Stoff. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, ihn zu transportieren, zum Beispiel an Stickstoff zu koppeln, über Ammoniak. Man kann darüber nachdenken oder über Pipelines. Also man braucht eine neue Infrastruktur. Und ich glaube, an der Stelle können vielleicht viele mehr... An dieser Stelle, ich habe schon das Wort Industrie gehört, da können wir gleich rübergehen. Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Deutschen Industrie, im Mai berichtet Finanznachrichten.de, dass die deutsche Industrie das Ziel der Europäischen Kommission, schnellstmöglich aus russischen fossilen Brennstoffen auszusteigen, unterstützt und mehr globale Kooperation im Energiebereich fordert. Sie sagten sogar dazu, jetzt kommen wir zu Zitaten, das ist immer ganz toll, sagten dazu, die deutsche Industrie steht hinter den EU-Zielen, schnellstmöglich aus den russischen fossilen Brennstoffen auszusteigen. Eine neue Realität braucht neue Lösungen. Gehört der Einsatz von Wasserstoff dazu? Ja, ganz klar. Also es wurde ja jetzt schon gesagt, also das, was wir, also ich meine, die Menschheit hat vor 150 Jahren entdeckt oder 130 Jahren, dass es ein ziemlich attraktives Energieerzeugungskonzept gibt und das war das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 1900 gab es in den USA ein Drittel Benzinautos, ein Drittel Dampfautos und ein Drittel Stromautos. Und es gab Gründe, warum sich das dann umgekehrt hat, weil natürlich die Energiedichte von Öl und Benzin, das ist einfach alles sehr überragend gewesen. Nur wir haben natürlich mittlerweile gelernt, dass dieses tolle Konzept einen ziemlich gravierenden Nachteil hat. Erstens ist es endlich und zweitens natürlich die Klimafolgen, die Klimaschäden. Und deswegen müssen wir jetzt versuchen, ein komplett neues Konzept zu bauen. Und natürlich kannten wir Photovoltaik, natürlich kannten wir Windenergie, wurde ja auch auf den Raumexpeditionen eingesetzt. Und natürlich nutzen wir heute auch Wasserstoff. Die deutsche Industrie nutzt 55 Terawattstunden jährlich Wasserstoff, hauptsächlich für chemische Prozesse. Aber wie gesagt, der wird heute aus Erdgas gemacht, zum allergrößten Teil. Und Elektrolyse ist eigentlich eher so eine Randgeschichte. Also das heißt, wir drehen jetzt das ganz große Konzept komplett auf den Kopf und nehmen Dinge, die wir bei den Erneuerbaren gut entwickelt haben. Das ist in den letzten, aber es hat auch über 20 Jahre gedauert. Da sind wir jetzt auf einer guten Kostenentwicklung, auf einer guten Effizienzentwicklung. Und jetzt kommt die zweite Komponente dazu und das ist das Thema Wasserstoff, grüne Moleküle als der Zwilling, mit dem wir weltweit wirklich eine komplette Energiewende schaffen können und nicht nur eine Stromwende. Wir reden häufig zu viel über die reine Stromwende, sondern wir müssen eine richtige Energiewende schaffen. Und da liegen natürlich große Chancen, auch für Unternehmen, aber auch für die Wissenschaft. Wenn Sie heute Elektrolysegeräte anschauen, die sind natürlich handgeschraubt und mundbemalt. Das ist Manufakturwesen. Da fehlt die Skalierung, die Industrialisierung.
Also so wie wir bei den Erneuerbaren, bei der Photovoltaik mit den Kosten komplett runtergekommen sind und die heute das alles ermöglichen, was da in Zukunft möglich ist, so müssen wir das auch bei der Elektrolyse machen. Aber wenn Sie das eskalieren wollen, dann brauchen Sie einfach große Mengen, große Erzeugungskapazität. Mhm. Vielleicht nur ganz kurz, wir waren letztes Jahr total gerührt in Köln gestanden, in Wessling bei der Firma Shell. Da war Armin Laschet noch dabei, weiß ich noch. Und wir waren alle ganz gerührt, weil die dort einen 10 Megawatt Elektrolyseur, den ersten in Deutschland, in Betrieb genommen haben. Das war vor einem Jahr irre. Ich habe dieser Tage mit einem Kollegen telefoniert, der da in Australien jetzt Projekte aufbaut. Die reden nur noch über Gigawatt-Projekte, nur noch über Gigawatt. Also 100 mal 10 Gigawatt, Megawatt ist 1 Gigawatt, also über die Hundertfachen und das noch vervielfacht. Also das heißt, wir brauchen jetzt ganz schnell viele Projekte, damit wir aus diesem Manufakturwesen in eine richtige Industrialisierung, in eine Skalierung und vor allen Dingen in deutlich mehr Effizienz, damit sinkende Preise reinkommen. Und dann, glaube ich, werden wir da eine schnelle und große Entwicklung erleben. Also Hand in Hand gehen Industrie und Wissenschaft. Wie finden denn die Forschungserrungenschaften den Weg in die Industrie? Wie läuft denn das aktuell ab? Haben wir da vielleicht mal konkrete Beispiele, dass man sagen kann, okay, jetzt sitzen wir hier so eng nebeneinander, ja. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Also ich bin ehrlich gesagt mit Robert Habeck, mit Robert Schlögl schon, glaube ich, mehrfach um den Erdball gereist. Wenn man über Grün redet, dann passiert das schon mal. Also ja, ist das schon mal. Wir waren USA, wir waren in China, Korea, Japan, immer mit vielen Wissenschaftlern, aber auch Industrievertretern. Wir waren jetzt zweimal in Australien. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also es findet ja viel Forschung und Innovation, also mehr noch als in der eigentlichen Forschung, findet ja in der Industrie statt. Aber es gibt einfach Fragen, da ist es total wichtig, wenn sich die Wissenschaft dann auch mit den Entwicklern, aber auch mit den Managern in der Industrie zusammensetzt. Und wenn man einfach die praktischen Probleme, das wurde ja gerade angesprochen, natürlich verflüssigten Wasserstoff, das muss man im großen Umfang erstmal auf die Reihe kriegen, brauchen sie auch tiefe Temperaturen und dann gibt es immer so ein bisschen einen Boil-off, also damit könnte man aber vielleicht Schiffe antreiben. Also es gibt ganz viele Fragen, auch die Katalysatoren sind eine wichtige Frage, wo wichtig ist, dass Wissenschaft und Wirtschaft miteinander reden, was eigentlich wirklich notwendig ist. Und dieses gegenseitige Befruchten, das finde ich sehr wichtig. Man macht das seit vielen Jahren auch mit Accatec zusammen und kann nur sagen, das ist fruchtbar und das macht Spaß. Und auch wenn ich, ehrlich gesagt, auch wenn Robert mich 6 Stunden in einem Zug über Katalyse beschallt, habe ich es immer noch nicht verstanden, weil ich Geisteswissenschaftler bin. Aber ich glaube, es ist echt spannend. Vielleicht sollte man sich mal hier einschließen und dann vielleicht mal so ein paar Tage dann darüber philosophieren. Professor Dr. Dirk Mester, sind ja Politikwissenschaftler, seit Januar 2020 Präsident des Umweltbundesamtes und gelten als international renommierter Nachhaltigkeitsforscher. Wie nachhaltig kann denn schon heute Wasserstoff zum Tragen kommen? Ja, das haben wir eben auch schon angesprochen. Die Frage ist, wie man den Wasserstoff herstellt. Wenn wir ihn mit Gas herstellen, haben wir am Ende des Tages eben keine defossilisierte Lösung. Also tatsächlich grüner und klimaneutraler Wasserstoff muss unser Ziel sein und darauf müssen wir hinarbeiten. Und dafür brauchen wir große Mengen erneuerbarer Energien. Also insofern ist die Energiewende, die Defossilisierung des Energiesystems, der Punkt ist eben auch schon diskutiert worden, die Voraussetzung dafür. Und von daher sind wir jetzt auch erst fit für diesen nächsten Schritt, eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Also in der Phase, in der Anteil der Erneuerbaren an unserem Stromsystem noch gering war, hätten wir das, was wir jetzt hier uns vornehmen, nämlich den Wasserstoff grün herzustellen mit erneuerbaren Energien in großen Mengen, nicht schaffen können. Diese beiden Dinge müssen miteinander verknüpft werden und dann kann das tatsächlich nachhaltig sein. Und im Prinzip haben wir in dieser ganzen Diskussion eigentlich nur zwei Kontroversen. Und die eine Kontroverse ist die ich gerade angesprochen habe. Wie stellen wir den Wasserstoff her? Und unser Ziel als Umweltbundesamt ist natürlich, so schnell wie möglich in Richtung grünen Wasserstoff zu gehen und den Wasserstoff durch die erneuerbaren Energien herzustellen. Und die andere Frage ist dann, wo wenden wir das an? Wo setzen wir das ein?
Und da ist unsere Perspektive, aber dazu gibt es Diskussionen, und das ist die zweite Kontroverse. Unsere Perspektive ist, wir sollten den Wasserstoff dort einsetzen, wo wir mit Elektrifizierung keine guten Lösungen haben bisher. Weil für die nächste Phase, die kommt, und damit meine ich die nächsten 10 Jahre mindestens, wird Wasserstoff natürlich ein knappes Gut sein. Herr Lösch, Sie haben ja zu Recht angesprochen, wir steigen jetzt erst ein in so etwas wie eine Industrialisierung. Ne? Das gilt für die Elektrolyseure genauso wie für die Wasserstoffnutzung in der Industrie, da wo wir sie zukünftig hinhaben wollen, in die Stahlindustrie, in die Chemieindustrie. Das alles beginnt erst und deswegen ist da unser Ansatz, den Wasserstoff, den möglichst grünen Wasserstoff dort einzusetzen, wo wir keine anderen Lösungen haben, da wo Elektrifizierung nicht funktioniert. Und dann ist das nachhaltig. Das Umweltbundesamt, so habe ich auch gelesen, versteht sich als Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigungen des Menschen der Umwelt rechtzeitig erkennt, gehört ja sozusagen quasi dazu, ja. Bewährte und praktikable Lösungen vorschlägt. Wie läuft denn so ein Prozess ab, des Lösungsvorschlags, also vom Lösungsansatz bis hin zur Umsetzung? Wie läuft da so praktisch ab? Wie können wir das mal runterbrechen, dass wir verstehen, dass Sie sozusagen Ihren Einfluss da geltend machen und alles wissen, von der Forschung bis hin zur Industrie? Ja. Also wir sind da mit der naturwissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Forschung eng im Gespräch und im Austausch. Wir reden auch mit der Wirtschaft, damit wir verstehen, in welche Prozesse das überhaupt eingespeist werden soll. Was uns im Augenblick stark interessiert, und ich glaube, das könnte uns auch in dieser Runde gemeinsam interessieren, ist, dass diese Wasserstoffproblematik, weil wir unter Zeitdruck ja über den Umbruch zur Klimaneutralität sprechen, in einem sehr engen Zeitfenster werden muss. Und deswegen können wir es uns nicht leisten, so wie wir üblicherweise daran gehen, wir erforschen ein System, dann wird es ausprobiert, dann wird es in der Wirtschaft, wird das getestet, dann kommt eine nächste Phase von Regulation. Das alles muss jetzt im Grunde genommen, weil das Zeitfenster sein ist, 2045 klimaneutral zu sein, bis 2030 bis um 65% die Emissionen zu reduzieren und in der Stahlindustrie zum Beispiel jetzt die nächsten Investitionszyklen anstehen. Da ist das, die Herausforderung ist Parallelität von Dingen, die jetzt zusammengedacht werden müssen. Und da sehen wir als Umweltbundesamt eine Rolle für uns. Also wenn ich von Parallelität spreche, meine ich, in der Stahlindustrie, Herr Lösch, müssen jetzt ja die Entscheidungen getroffen werden, geht man in Richtung dieser neuen Technologien. Das muss angeschoben und entschieden werden in der Phase, in der die regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir da brauchen, da müssen ja alle möglichen Regeln neu angeschaut werden, die gibt es zum Teil noch gar nicht. Also das ist ja noch nicht wettbewerbsfähig. Insofern werden wir da Technologieförderinstrumente und anderes brauchen, also die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen her. Dann brauchen wir eine Infrastrukturentwicklung dazu. Das ist das dritte Element. Und viertens, das ist eben auch schon angesprochen worden, wir werden den größeren Teil vermutlich der erneuerbaren Energien, die wir brauchen für die Wasserstoffwirtschaft und des Wasserstoffes selber, werden wir importieren. Also brauchen wir auch internationale Partnerschaften. Australien haben Sie gerade genannt. Das muss jetzt als Paket passieren. Ne? Und wie diese Parallelisierung vom Vorrat vorangebracht werden können und da die richtigen Akteure zusammengeführt werden, damit das gelingt in diesem engen Zeitfenster, das ist etwas, was uns am Umweltbundesamt zum Beispiel sehr interessiert. Sie haben deinen Hut auf und haben schon den ganz konkreten Plan, also wie Sie das alles zusammenfassen. Für mich klingt das gerade so, als ob es muss sofort gemacht werden, aber riesengroßer Aufwand. Oder wollen Sie das, wie gehen Sie das wirklich ganz konkret an? Wenn man sagt, es muss gemacht werden, aber und es muss jetzt gemacht werden, heißt das jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, noch in diesem Jahr oder was heißt jetzt? Ja, dieses Problem, das ich Ihnen gerade geschildert habe, mit dem beschäftigt sich das UBA im Grunde in Bezug auf die gesamte Klimaneutralitätsdebatte. Herr Lösch, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, haben wir über unseren Report für die Bundesregierung, wie man 70% Reduzierung bis 2030 der Treibhausgase hinkriegt, besprochen. Und da hatten Sie gerade Ihren BDI-Bericht entwickelt, wie Sie bis 2045 aus einer BDI-Perspektive die Klimaneutralität hinkriegen wollen. Und dabei haben wir festgestellt, das ist ja eine gute Nachricht, dass Ihr Report und der Report des Umweltbundesamtes, was ja nicht selbstevident ist oder vielleicht nicht alle vermuten würden, wir liegen da ziemlich eng beieinander in Bezug auf das, was da stattfinden muss. Ne? Und in Bezug auf den Wasserstoff stellen sich da die gleichen Probleme wie in Bezug auf das Ausrollen jetzt der erneuerbaren Energien, dass wir viele der Dinge, die wir in der Vergangenheit schön hintereinander hergemacht haben, die werden wir, wenn wir die Geschwindigkeit erreichen wollen, die wir uns da vorgenommen haben, in Ihrer Perspektive und in unserer Perspektive, die werden wir jetzt auf eine verzahntere Art und Weise machen müssen. Deswegen geht es bei der Wasserstoffwirtschaft nicht nur um technologischen Prozess. Es geht zugleich um die Frage, wie wir die Institutionen und die Governance-Strukturen, die Regeln so mit der Technologie verbinden, dass wir wirklich die Geschwindigkeit erreichen können, die wir brauchen, um unsere Ziele hinzukriegen. Also machst du das Wort ein Umdenken, Frau Dr. Berit Erlach. Sie sind seit September 2013 wissenschaftliche Referentin in der Koordinierungsstelle Energiesysteme der Zukunft, ACATEC, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Da umfasst der Bereich Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Energiesysteme der Zukunft, kurz ESIS. Sie beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Flexibilität, Struktur der Energieversorgung, Rohstoffe und Bioenergie.
Jetzt kommt eine verrückte Frage. Wie flexibel sind wir denn jetzt? Das passt vielleicht gerade jetzt in diesem Moment. Wie flexibel sind wir denn, wenn es darum geht, die klimapolitischen Ziele, die in Deutschland und Europa verschärft wurden, mit einer globalen Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben? Das passt ja zu dem, was wir gerade gehört haben. Sie haben schon ein bisschen mit den Hufen geschart. Ich dachte, jetzt will ich das sagen. Ja, also genau, wir haben einfach diese enorme Herausforderung jetzt, dass wir bis 2045, ne, also 23 Jahre, haben wir noch Zeit, klimaneutral zu werden. Und das ist ja einfach eine Transformation in einer Größenordnung, die wir sonst so einfach nicht haben, die man sich auch kaum vorstellen kann. Ich glaube, dass wir alle das irgendwie auch unterschätzen, was das für eine große Aufgabe ist. Denn wenn man jetzt bedenkt, so eine Industrieanlage, wenn die einmal errichtet wird, dann läuft die mindestens 20 Jahre, 30 Jahre, teils 50 Jahre. Das heißt, alles, was wir ab heute bauen, muss klimaneutral sein oder wir müssen zumindest später in der Lage sein, das klimaneutral zu betreiben. Und das ist natürlich einfach eine riesen Herausforderung. Wir haben beim Wasserstoff einfach auch dieses Henne-Ei-Problem. Und das ist jetzt jemand, der im Stahlwerk seinen Hochofen ersetzen will, der sagt vielleicht, gut, ich würde das jetzt umstellen auf einen wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsprozess, aber ich mache das ja nur, wenn ich jetzt auch weiß, ich kann halt dann Wasserstoff in ausreichender Menge zu vertretbaren Preisen bekommen. Andersrum, jemand, der jetzt Elektrolyseanlagen baut, der sagt natürlich auch, ich baue jetzt ja keine große Anlage, wenn ich nicht weiß, dass ich dann auch Abnehmer habe. Ne? Und die beiden können auch nicht zusammenkommen, wenn es dazwischen keine Möglichkeit gibt, den Wasserstoff zu transportieren. Ja, sei das über Pipelines oder wenn sie auf verschiedenen Kontinenten sind, dann auch über Schiffe. Und bis jetzt haben wir ja alles noch nicht in einer großen Größenordnung. Und die Kunst ist ja jetzt, das einfach schnell genug quasi alles parallel aufzubauen, sodass das alles in die Spur kommen kann und wir dann das wirklich schaffen, in allen Bereichen innerhalb von diesen 23 Jahren Erdgas und andere fossile Energieträger eben durch Erneuerbare und Wasserstoff zu ersetzen. Das klingt immer so verrückt, ne, von der Zeit her. Bei mir fühlt sich immer so an, ob 2000 gestern war, vor 22 Jahren. Das ist wirklich nicht so eine lange Zeit. Für uns Erwachsene, für die Kinder, die werden sagen, das ist eine ultra lange Zeit, aber ratzfatz ist die Zeit vorbei. Wie Sie schon sagten, welche Technologien und Infrastrukturen müssen denn hierfür bis wann zur Verfügung stehen? Können Sie ganz konkret sagen, bis wann muss denn das und das passiert sein? Technologien, Infrastrukturen? So bis 2045 brauchen wir jetzt an erneuerbaren Energien in Deutschland dann irgendwie so das 5- bis 7-fache, glaube ich, bis 2030 vielleicht so das Dreifache von dem, was wir heute haben. Dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie stark man jetzt auf Importe setzen will und wie viel man halt in Deutschland machen will. Aber nee, jetzt so konkret zu Wasserstoff kann ich da jetzt keine Zahlen nennen, was wir bis wann brauchen. Aber vielleicht noch zu Ihrer Frage, wie flexibel sind wir? Also eine Sache, die mich oft stört in der Diskussion, ist, dass so verschiedene Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Dass jetzt die einen dann sagen, nee, Wasserstoff brauchen wir ja eigentlich gar nicht, da machen wir doch lieber hier mehr Solaranlagen bei uns auf dem Dach. Die anderen sagen, nee, wir brauchen ja keine Windparks, dann machen wir doch lieber Wasserstoff. Und die Dritten sagen, das brauchen wir doch alles nicht, dann sparen wir doch lieber Energie. Und wir brauchen das halt einfach alles und alles so schnell wir können und so viel wir können, wenn wir einfach diese enorme Herausforderung in der kurzen Zeit bewältigen wollen. Also so gesehen würde ich sagen, wir haben wenig Flexibilität im Sinne von Spielraum, dass wir jetzt sagen können, das eine machen wir und das andere lassen wir weg. Ja, Thema Flexibilität, vielleicht können wir da irgendwie ein paar Lösungsvorschläge geben, Herr Lösch, vielleicht? Sie haben vielleicht so eine parat. Also, Herr Messner hat ja gesagt, also wir haben im BDI in den letzten 4 Jahren 2 große Klimastudien gemacht, wo wir geguckt haben, was sind die politischen Ziele und wie kommt man da am besten hin. Natürlich haben wir das aus einer Industrieperspektive gemacht, aber wie Herr Messner schon sagt, da wir natürlich eine relativ überschaubare Zeit noch haben, ein ziemlich gravierendes Problem zu lösen, konvergieren natürlich die Lösungen weitgehend. Also es ist eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, sich auszurechnen, bis wann wir was nicht mehr verwenden dürfen. Aber es gibt natürlich schon ein paar gravierende Problemfelder. Das eine ist die Synchronisierung. Also wir haben ein bestehendes System, in dem wir leben, und wir erleben es gerade mit Russland, Ukraine, aus dem wollen wir rausgehen.
Jetzt haben wir gerade eine Disruption, wo das plötzlich viel schneller geht, als man sich das so vorgestellt hat. Und wir erleben, an was für ein Limit uns diese Disruption bringt. Gleichzeitig müssen wir ein neues System reinbauen. Also die Synchronisierung, das Timing ganz vieler komplexer Prozesse ohne eine Disruption sozialer Art, ökonomischer Art oder dann eben aber auch ökologischer Art zu provozieren. Das ist, glaube ich, die Kernproblematik und die Kernaufgabe, die alle haben. Wir müssen das Alte so geordnet rausführen, dass es uns jetzt nicht auf die Füße fällt, wenn wir es zu schnell oder an der falschen Stelle rausführen. Und gleichzeitig müssen wir das Neue so ins Spiel kriegen, dass es funktioniert. Das Ganze ist natürlich, ehrlich gesagt, dann aber auch, also wir haben sehr viele Studien, die, ich sag mal, also ich sag dann immer spaßhalber, die 2050 am Ende immer mit einer schwarzen Null aufgehen. Aber das Problem, und das versuchen wir in unseren Studien immer zu machen, ich mache es jetzt mal ganz einfach, wenn Oma Kasubke ihr Haus nicht dämmt, dann macht es halt auch kein anderer. Also wir haben Millionen von Menschen, Unternehmen, Staaten, die unendlich viele, zum Teil heute noch nicht wirtschaftliche Entscheidungen treffen müssen und zwar in sehr schneller Zeit und in sehr schneller Abfolge und dann auch noch bei beschränkten Ressourcen, Facharbeiter, Heizungsbauer, das alles. Also das heißt, wir gucken und die Zahl sind 860 Milliarden Investitionen, die notwendig sind, um die Ziele 2030 zu erreichen in Deutschland. Das ist zunächst keine schlechte Botschaft für eine Wirtschaft, weil Investitionen heißt ja auch Umsatz. Aber es muss halt auch funktionieren. Und was den Wasserstoff betrifft, glaube ich, müssen wir jetzt sehr, sehr schnell schauen, dass wir auch diese Ukraine-Geschichte, die Russland-Geschichte nutzen, um aus dieser Mittelperspektive 2030 und folgende für Wasserstoff sehr viel schneller in die 20er Jahre zu kommen und sehr viel schneller hochzufahren. Klingt so als Chanceansatz, oder? Ich würde auch sagen, ich glaube, wir müssen einfach viel mehr in den Chancen denken. Und ich gebe da ein Beispiel, das mich seit meiner wissenschaftlichen Karriere begleitet hat. Ich komme aus der Photovoltaik. Mhm. Als ich 1990 als Werkstudent mich das erste Mal bei Siemens mit Photovoltaikforschung beschäftigt habe, war klar, Photovoltaik ist viel zu teuer. Das ist etwas für Satelliten. Das wird man nie für die Energieerzeugung im globalen Maßstab verwenden. Das wurde auch noch viele, viele Jahre diskutiert. 2005 in der Zeit wurden in Deutschland, war der große Photovoltaikboom, wurden große Fabriken aufgebaut, es kam das Erneuerbare Energiengesetz. Dann wurde durch die Technologieentwicklung, durch Forschung, Technologieentwicklung, aber auch durch Massenfertigung, durch Lernkurven, die die Industrie durchlaufen hat, diese Technologie, und dort hat man auch nicht genau gewusst, welches genau die richtige, es gab verschiedene Ansätze, aber es hat sich inzwischen eine Industrie entwickelt, besonders in Südostasien, die extrem günstig Solarzellen sehr zuverlässig herstellt, und so ist es in vielen Ländern der Erde heute so, dass wenn ich Photovoltaik einsetze, ist es die billigste Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Es ist die Voraussetzung auch an vielen Stellen für grünen Wasserstoff. Also was wir daraus lernen, ist, dass wir in neue Energien einsteigen können, dass wir auch mutig sein müssen. Man wird den ein oder anderen Fehler durchaus machen. Aber wenn die Grundrichtung stimmt, und da glaube ich, bin ich beim Wasserstoff sehr überzeugt, dass von den prinzipiellen Eigenschaften her, ich komme vom Wasserstoff, ich verbrenne ihn, ich ende am Schluss in Wasser, man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist. Und das ist so ein bisschen das Plädoyer dafür, viel zu forschen, viel zu entwickeln und sowohl lokal, da ist das Beispiel von der Oma das Richtige, als auch regional, europäisch, aber auch global die Themen anzugehen und nicht nur auf die, wir können jetzt nicht warten, wir können uns einfach nicht mehr leisten, auf irgendetwas zu warten. Das sind wir unseren nächsten Generationen schuldig. Auf jeden Fall. Schön, dass du gleich, Herr Lösch, kleinen Moment. Also ich wollte mal mein Publikum noch animieren. Also ich schaue immer mal links nach drüben, nicht, weil ich als irgendjemand noch als Gast begrüßen möchte. Also wenn Sie eine Frage haben, können Sie wirklich Ihren Arm heben. Schauen Sie mal, es geht nämlich schon los. Ich sehe Sie auch gleich, werde Sie auch gleich rannehmen und dann Herrn Lösch und dann gehen wir natürlich rüber. Ich glaube, dass auch die beiden anderen auch was sagen. Aber jetzt Lösch. Und dann Herr Messner und dann kommen wir gleich zu Ihnen. Dankeschön, dass Sie mitmachen. Interaktiv nennt man das. Und Dahlem rufe ich auch nochmal zu. Dahlem, bitte melden. Lösch.
das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Photovoltaik und die Windenergie, und da muss ich auch Teile der Industrie auch mit einschließen, ist am Anfang echt spöttisch belächelt worden. Zu teuer, zu wenig, zu knapp, zu rar. Und ganz ehrlich, wenn wir die Argumente, die heute auch wieder für Wasserstoff angewendet werden, seinerzeit die Kriterien für die erneuerbaren Stromerzeugung angewandt hätten, dann hätten wir heute noch keine 10 Windräder in Deutschland, weil das einfach dann nicht passiert wäre. Also wir müssen uns diese Chancen geben. Und ich sage dann immer aus einer Industrieperspektive, ja Herrgott nochmal, dann investieren 10 und 3 verdienen vielleicht und 7 gehen vielleicht pleite. Aber so ist es einfach. Man muss einfach gucken, diese Evolution in Technologien ist immer auch mit Scheitern verbunden. Aber die, die es schaffen, die bringen die Welt dann wirklich voran. Frau Dr. Erlach, sehen Sie das auch so? Also 7 von 10 können Bahn gehen und 3 leben vom Wasserstoff? Nee, wie sehen Sie das denn? Ja gut, ich meine, so ist es ja natürlich in der Industrie jetzt gerade bei neuen Geschäftsfeldern. Das ist ja irgendwie eine Eigenschaft im Kapitalismus, dass halt nicht jeder erfolgreich ist, sondern ja nur die Besten dann irgendwie auch erfolgreich sein sollen. Klar, ich meine, wir müssen natürlich zusehen, dass genug dann auch erfolgreich sind, um jetzt diese Transformation zu schaffen. Und ich meine, es ist ja einfach im Moment noch so ein Ungleichgewicht, dass fossile Energieträger einfach dadurch, dass der CO2-Preis eigentlich nicht hoch genug ist, um jetzt die wirklich zu belasten mit den Kosten, die sie für die Allgemeinheit ja verursachen durch die Klimaschäden, dadurch haben die irgendwie einen Vorteil gegen erneuerbare Energien und gegen Wasserstoff. Und es ist einfach im Moment noch so, dass sich jetzt das dadurch nicht rentieren würde, halt auf Wasserstoff zu setzen. Das heißt, da braucht es einfach zumindest jetzt übergangsweise, bis dann die CO2-Preise mal wirklich hoch genug sind, braucht es dann eben eine zusätzliche Unterstützung auch. Braucht es auch vielleicht auch eine Zeit, also um da so die Lobbyarbeit erstmal wachsen zu lassen? Ich habe da so ein Gefühl, irgendwie, dass natürlich dann für bestimmte Bereiche, die wir ja gerade noch nutzen, dass da natürlich so eine Kraft dahinter steckt. Und das ist ja wie so ein Pflänzchen, was ja sozusagen wachsen muss. Da muss wahrscheinlich die Lobbyarbeit ein bisschen größer werden. Oder wie sehen Sie das beide? Was meinen Sie? Wir haben ja keine Zeit mehr, wir können ja nichts wachsen lassen, oder? Naja, ich meine, jetzt nur durch Lobbyarbeit wird es ja wahrscheinlich nicht passieren. Also es ist ja so, dass Wasserstoff, da wird ja sehr viel drüber geredet im Moment. Das ist ja teils fast eigentlich ein bisschen schon so ein Hype, kann man jetzt sagen, vom Reden her. Aber das muss natürlich in der Praxis, müssen halt Bedingungen geschaffen werden, wo einfach politisch auch eine Verlässlichkeit da ist, so dass jemand weiß, okay, ich kann jetzt da rein halt investieren und habe zumindest gute Chancen, dass halt irgendwie was daraus wird. Ne? Ich meine, wir müssen ja auch sehen, viele Bereiche der Industrie stehen ja im internationalen Wettbewerb und natürlich jetzt Stahlerzeugung oder Chemieprodukte, da können sie halt dann die Kosten ja nicht einfach weitergeben an die Konsumenten, weil sie eben konkurrieren auch dann mit Produkten aus Ländern, die dann weniger strenge Regeln haben, was Klimaschutz angeht. Also das sind Sachen, die einfach politisch gelöst werden müssen, wo das jetzt auch durch ein bisschen mehr Lobbyismus sicherlich dann vielleicht auch nicht funktionieren wird. Zwischen Hype und Realität. Dann kommen wir mal zur Realität, zur politischen. Dr. Meister. Perspektive ist, wir haben in den letzten 15 Jahren eine enorme Perspektivverschiebung erlebt in Bezug auf die Klimaneutralitätsdebatte. Herr Lösch, Sie haben das eben angesprochen. Ne? Ich war 2011 Mitautor einer Studie, die hieß damals die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Naja, haben wir vom Wissenschaft, da war ich damals der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderung. Und da haben wir im Prinzip das, was wir heute Abend noch diskutieren, durchdiskutiert. Und das haben wir damals noch ziemlich viel Kritik geerntet, auch aus der Wirtschaft. Das geht nicht, das ist zu teuer, da verlieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also wir haben in den letzten 10, 15 Jahren hier jetzt eine Perspektivverschiebung und einen großen Konsens Richtung Klimaneutralität als Element unserer Wirtschaftsperspektive erlebt. Und das ist sehr wichtig. Der European Green Deal ist vielleicht die stärkste Kraft, die das ausdrückt. Ne? Und ich sehe 2, 3 Punkte, wo wir jetzt wirklich dranbleiben müssen, neben Elementen, die wir schon gehört haben. Das erste ist, am Uber denken wir natürlich viel über Regelwerke nach und Incentives, mit denen wir die ganzen Dinge voranbringen. Und was danach unterschätzt wird, ich weiß nicht, wie das in Ihren Feldern diskutiert wird, ist,
Wir haben im Grunde genommen im Augenblick, was die institutionellen Rahmenbedingungen angeht, wir haben hybride Systeme. Also wir haben alte Regelsysteme, die im Grunde genommen noch aus der Zeit der fossilen Wirtschaft stammen. Dann haben wir da lauter Umweltkram drumherum gepackt. Und jetzt wollen wir in die Wasserstoffwirtschaft und die Klimaneutralität innerhalb sehr kurzer Zeit. Und wir müssen dieses gesamte Regelwerk Sektor für Sektor jetzt streamlinen Richtung Klimaneutralität. Und das ist im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie die Energiewende aus der technologischen Perspektive. Das brauchen wir in der institutionellen Perspektive. Und da wird zu wenig drüber gesprochen, da müssen wir sehr viel machen. Der zweite Punkt, der ist von Ihnen eben gerade angesprochen worden, Klimaneutralität heißt ja Null. Und Null heißt ja weltweit. Also die weltweiten Anstrengungen, damit wir am Ende des Tages nicht nur Tante Emma oder Oma Müller mitnehmen, die von Herrn Lösch genannt worden ist, sondern alle Länder ja mit in diesen Geleitzug aufgenommen werden müssen und mitmachen müssen, damit wir das lösen können. Also das ist auch innerhalb dieser 23 Jahre, ist das eine globale Kooperationsaufgabe. Und dann macht mir, das ist der dritte Punkt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, obwohl ich insgesamt die ganze Geschichte als Chancenperspektive wahrnehme. Ne? Aber der dritte Punkt, wo wir jetzt hart arbeiten müssen, ist, dass durch die Ukraine-Krise und durch die Aggression Russlands uns nicht viele Elemente dessen, was wir brauchen in Bezug auf die Klimaneutralität, auf eine längere Bank geschoben werden, als wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Und da habe ich weniger Sorgen im Energiebereich. Ich glaube, da werden wir eine Beschleunigung sehen, weil da ja die Klimaneutralität mit Energiesouveränität und Sicherheitspolitik im Prinzip deckungsgleich liegt. Ne? Aber überall da, wo wir öffentliche Investitionen brauchen werden, damit wir in die Richtung Klimaneutralität gehen, nehmen Sie das Mobilitätssystem, die Weiterentwicklung der Städte, die Landwirtschaft, da wird das schwieriger. Ne? Und da müssen wir dranbleiben, weil, wie Sie gesagt haben, wir sind ja im ähnlichen Alter, 23 Jahre ist nicht lang hin. Ne? Also irgendwie hast du das Gefühl, es war immer noch die Jahrtausendwende, irgendwie gestern habe ich das Gefühl. Die junge Dame hat bestimmt das Gefühl nicht. Genau, und zwar, es kommt ein Mikrofon noch zu Ihnen. Sie können in diesem Moment ganz kurz, auch wenn Sie wollen, die Maske ein bisschen runterziehen, das ist möglich. Danke. Sie können sich auch vorstellen, wo Sie herkommen, warum Sie weiten Weg aus Bayern hergenommen haben. Also können Sie alles. Ist an. Das Mikrofon, ist es an? Jetzt ist es an. Ja, jetzt, wunderbar. Stellen Sie ruhig vor. Hallo, ich bin Denise Küster, ich wohne hier in Berlin. Zwei Stationen von hier entfernt, von daher war es jetzt nicht weit hierher. Und ich finde das fantastisch, dass jetzt gerade so viel debattiert wird über die Zukunft, weil haben wir ja alle was von. Ne? Und ich finde, Deutschland ist aber ein Land, was sehr viele Sachen immer, sehr viele Diskussionen ausartet, was viel zerredet. Und für mich ist jetzt gerade, sie haben alle Visionen und es gibt aber auch jede Menge Menschen, die halt einfach nur in ihrem Alltag leben, die mit diesen ganzen Visionen gar nichts zu tun haben. Ein Totschlagargument in Deutschland ist immer die Arbeitsplätze und irgendwelche seltenen Kröten, die es irgendwo gibt. Heißt, ja, es ist so. Wie schaffen Sie es in diesen 23 Jahren, die wir jetzt nur noch haben, die Menschen zu vermitteln, dass es wirklich Zeit wird, dass es an der Zeit ist, dass was passieren muss, dass alle mitgenommen werden können, auch wenn die Arbeitsplätze, die jetzt in Kohle etc. Sind, dass diese Menschen auch bereit sind, diese neue Energiewende mitzumachen. Und das andere ist, viele Windkraftwerke, Windräder und so werden verhindert, weil es dann heißt, oh nee, das ist zu nah in meiner Nachbarschaft, ich will die Dinger nicht sehen. Wie gehen Sie mit den Leuten um, die dann das in ihrer Nachbarschaft haben? Weil ich als Berliner werde das Ding jetzt nicht neben mir stehen haben. Es ist, glaube ich, eher die Landbevölkerung wieder, die ganz viel mit dem Zeug zu tun hat. Wie gehen Sie mit diesen Leuten um? Wie nehmen Sie die Leute mit? Herr Professor Rösch. Ich fange kurz an. Ich glaube, da können alle ergänzen. Dass er sagt, genau, also Thomas kann auch was sagen. Vielleicht ganz schnell. Ich glaube, es ist vielen bewusst, dass wir jetzt mehr tun müssen. Wir haben jetzt auch über das Projekt ESIS, wurde jetzt am Montag nochmal eine Stellungnahme veröffentlicht, Empfehlungen aus der Wissenschaft, wie baut man mehr Solarzellen, mehr Windanlagen, wie geht das auch, wenn man die Bevölkerung dabei mitnimmt, auch schneller mitnimmt. Ich glaube, aktuell ist es vielen bewusst, dass wir mehr Energie erzeugen müssen, auch erneuerbare Energie und heimisch. Ich denke, dass da sehr schnell ein Umdenken kommt. In anderen Ländern der Welt passiert das sehr schnell. Also es wird sehr schnell umgestiegen auf erneuerbare Energien, weil die dort, wo wir sehr viel Wind haben, sehr viel Sonne scheint, jetzt im Moment die günstigste Energiequelle ist. Deswegen sind international dort die größten Investitionen in dem erneuerbaren Energiesystem. Und wenn man dann die Arbeitsplätze anschaut, glaube ich, gefährden wir viel mehr Arbeitsplätze, wenn wir den Wandel nicht machen, als wenn wir ihn machen. Weil wenn wir den Wandel nicht machen, wird er anderswo gemacht und wir werden mit unserer Industrie nicht wettbewerbsfähig bleiben.
Und da können wir gleich mal bei Ihnen bleiben. Sie hatten mir vorhin ein aktuelles Beispiel gesagt. Sie sind ja auch global unterwegs, gerade eben in Südafrika. Vielleicht können wir das Beispiel dann einpflegen. Würde es passen? Genau, vielleicht kurz auch. Also ich war vor 3 Wochen in Südafrika, parallel zu Australien. Wir haben dort ein großes Projekt eröffnet, ein großes Forschungsprojekt, aber mit südafrikanischen Partnern, der Firma Sasol, der Universität Cape Town, deutschen Firmen zusammen. Dort geht es um das Thema grünes Flugbenzin. Also wie kann man aus grünem Wasserstoff mit CO2 im Späteren dann direkt aus der Atmosphäre grünes Flugbenzin, also grüne Chemie, nutzen, um irgendwann auch ökologisch zu fliegen. Und das merkt man, dass es Unternehmen sind wie die Firma Sasol. Das war ist der größte CO2-Emittent Südafrikas. Das sind aber die Firmen oder Industrien global, die sich jetzt versuchen zu transformieren. Und dafür ist so eine internationale Partnerschaft extrem wichtig, weil wir müssen das Problem auch international lösen. Aber gleichzeitig entstehen dort auch wieder Arbeitsplätze in Südafrika, aber auch wieder Arbeitsplätze in Deutschland, wenn die Technologie von uns herrscht. Also ich glaube, es ist inzwischen auch in der Wirtschaft, also ich will das gar nicht verleugnen, dass das natürlich über viele Jahre so eine Frage war, warum sollen wir das jetzt machen, der Chinese macht es eh nicht und dieses und jenes, da ist immer noch was dran. Aber ich glaube, es ist jedem klar geworden, also so eine +3 oder +4 Grad Welt, das wird auch garantiert kein Unternehmerparadies. Da gehen Märkte kaputt, da gehen Gesellschaften kaputt, Migration, Rohstoffproblematik, Energieproblematik, also das wird einfach furchtbar. Und deswegen glaube ich, dass da eine hohe Bereitschaft ist, natürlich immer, und das muss man auch sagen, immer gepaart natürlich mit Ängsten. Also wenn der Wettbewerber das so schnell nicht macht, wie kommen wir, und da sind wir wieder beim Timing, also wie kommen wir bei den Zielen an, wie kommen wir vom Alten ins Neue, ohne dass wir dabei zugrunde gehen. Aber ganz ehrlich, lebt ja Industrie immer von Veränderung. Also ich sage immer, wenn Industrie nicht von Veränderung leben würde, dann würden wir heute immer noch versuchen, mit viereckigen Steinrädern Auto zu fahren. Also wir müssen uns verändern. Und wenn wir alles, was wir heute an Industrie haben, wenn wir das jetzt grün machen, dann haben wir in 30 Jahren ein grünes Industriemuseum. Ich will nicht sagen, dass alles komplett sich verändern wird, aber die Prozesse müssen sich verändern. Wir müssen die Produkte, die Technologien, da kommt das ganze Thema Zirkularität, Circular Economy noch mit rein. Also das ist, glaube ich, total notwendig und da kommen halt auch wirklich dann die Chancen. Ich glaube, dass wir perspektivisch einfach ein Mehr an Chancen kriegen mit Effizienztechnologien, die wir in Deutschland entwickeln, weil wir jetzt sehr intensiv dran sind. Das Thema Zirkularität, aber auch so Elektrolyse, Katalyse, die ganze Systemtechnologie, wie verbinde ich, also ich habe neulich in Australien mit einem gesprochen, der sagt, ja, so im ersten Bauabschnitt machen wir mal 40.000 Windräder. So, die musst du dann koppeln mit großen Elektrolyseanlagen, die musst du dann koppeln vielleicht mit einer Ammoniaksynthese und dann brauchst du da irgendwie noch einen Hafen dazu. Das sind ja gigantische Systemtechnologien und das können wir Deutsche sehr, sehr gut. Also da haben wir auch Chancen. Gleichzeitig, wenn wir das gut entwickeln, geben wir anderen Ländern, und das sehen wir weltweit gerade wirklich, geben wir anderen Ländern auch plötzlich zumindest eine Zuversicht, dass es ein Geschäftsmodell jenseits des Fossilen gibt. Und damit, glaube ich, zahlen wir da auch auf globalen Klimaschutz ein. Ich schaue mal so mal rüber. Unsere Fragestellerin nickt schon immer. Und bestimmt also noch bei den Windrädern. Und, ja, ich glaube, das hat Robert Habeck erkannt, das geht tatsächlich nur mit einer robusten Regulierung und weil ich glaube, das bringt nichts, wenn wir jetzt noch jahrelang darüber diskutieren, wie weit entfernt von wem ein Windrad stehen kann. Also das, ich würde ein bisschen mehr Offshore machen, aber Onshore, ohne Onshore wird es auch nicht gehen. Also da muss man Wege finden, dass man da zu schnelleren Genehmigungsprozessen kommt. Mhm. Professor Dr. Messner, jetzt gehen wir darüber. Wie sieht es bei Ihnen aus? Nehmen Sie jetzt unsere Teilnehmer die Angst. Ja, ich würde auf die Punkte, die Sie gefragt haben, 3 Antworten geben. Der erste Punkt ist, wir muten der Wirtschaft und der Gesellschaft schon ziemlich was zu. Also der Wandel, über den wir sprechen, in der Geschwindigkeit, das ist kein Kinderspiel. Ne?
Und deswegen braucht man gute Gründe, warum man das tut. Und Sie haben das eben, Herr Lösch, wirklich gut angesprochen. Eine 3-4-Grad-Welt, die müssen wir vermeiden, weil unsere Existenzgrundlagen darunter leiden würden oder zerstört würden. Ich habe selbst an einer Studie mitgearbeitet, da haben wir versucht, eine 3-4-Grad-Welt mit den Daten, die wir haben, zu imaginieren, uns vorzustellen. Dann hieß die Studie am Ende, Climate Change as a Security Risk, also Klimawandel als ein Sicherheitswandel, weil viele Gesellschaften diesen Druck einer 3-4-Grad-Welt möglicherweise nicht gut verkraften würden. Also wir haben gute Gründe zu handeln und wir haben alle betont, es gibt Chancen in dieser Modernisierung, die wir anstoßen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sind ja in einer Situation, wo wir eher in vielen Sektoren sehen werden, dass Arbeitskräfte fehlen. Also wir brauchen Qualifizierungsoffensiven, damit wir das alles schaffen können. Wir haben ja vor 10 Jahren eher die Sorge gehabt, dass uns da ganze Industrien wegbrechen und wir mit großer Arbeitslosigkeit zu kämpfen hätten. Das Problem ist jetzt eher, dass andere Qualifikationen her müssen. Darum muss man sich kümmern. Wirtschaft muss sich darum kümmern, Politik muss sich darum kümmern, die Rahmenbedingungen müssen her. Wir können durch Forschung in den Universitäten unterstützen. Also Qualifizierungsoffensiven sind sehr wichtig, damit wir das gut hinkriegen, ne? Und das dritte Element wäre dann der Punkt, den Sie ganz konkret angesprochen haben. Es wird Regionen geben und Sektoren geben, wo wegen des Strukturwandels Probleme auftauchen und wo Menschen ihre Arbeit verlieren und sich neu orientieren müssen. Und da braucht man Unterstützung. Fairness und Gerechtigkeit ist, glaube ich, sehr wichtig. Also wir werden keine Wettbewerbsfähigkeit und keinen Strukturwandel, keine Transformation hinkriegen, wenn wir diesen Fairness-Punkt nicht gut bearbeiten. Ich habe lange im Ruhrgebiet gearbeitet, an unterschiedlichen Forschungseinrichtungen dort. Da kenne ich das, ne? Wenn man da keine guten Antworten findet, dann wird uns das in Form von Wutbürgern anschließend wieder entgegenkommen. Und deswegen muss das ein Teil der Transformation sein, dass wir da faire und robuste Lösungen in dieser Hinsicht finden. Jetzt wird immer genickt, da freue ich mich drüber. Feuerler, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich würde vielleicht auf Ihre Frage eingehen, was man macht wegen diesen lokalen Widerständen, wenn jetzt irgendwo ein Windpark gebaut wird, weil das, wie Bernd Recht schon gesagt hat, wir hatten da gerade eine Arbeitsgruppe zu, wo wir auch sehr viele SozialwissenschaftlerInnen halt drin hatten. Das war für mich als Ingenieurin dann auch sehr interessant, die Erkenntnisse von denen. Und zwar ist es schon so, dass wirklich eine große Mehrheit der Menschen die Energiewende unterstützt und Klimaschutz wichtig findet. Und es ist auch so, dass Leute, die neben einem Windpark wohnen, den oft dann gut finden. Und es gibt dazwischen so eine kritische Phase, wo, wenn irgendwo noch kein Windpark ist und dann soll der da hinkommen. Und dann kriegen Leute irgendwie einen Brief, so jetzt wird hier ein Windpark hingebaut. Und dann entsteht einfach so ein Gefühl der Unsicherheit, ne? Weil das ist natürlich was von außen irgendwie einem aufgedrückt wird. Und also Leute haben immer gerne, was Sozialwissenschaftler als Selbstwirksamkeit zeichnen. Man will irgendwie so sein Leben in der Hand haben und irgendwie so selber entscheiden können, was im eigenen Umfeld passiert. Und das hat man dann in dem Moment nicht. Und dann macht man sich erstmal Sorgen, ne? Wie wird das dann, sieht das dann schlimm aus, ist das laut oder so. Und in dieser Phase ist es eben ganz wichtig, die Leute mitzunehmen und auch zu beteiligen. Und es reicht eben in den meisten Fällen auch nicht, denen nur Informationen zu geben, sondern es ist sehr hilfreich, wenn man die einbindet in Beteiligungsprozesse, wo die eben auch ihre eigenen Ideen einspeisen können. Was auch oft besser funktioniert, ist, wenn das nicht so durch externe Investoren nur gemacht wird, die man nicht kennt, sondern zum Beispiel diese sogenannten Bürgerwindparks, wo die Möglichkeit eben besteht, auch für die lokale Bevölkerung sich daran zu beteiligen. Und dadurch kriegt man dann ja mehr so ein Gefühl, dass man irgendwie daran mitwirken kann und dass es was Eigenes ist. Also wir hatten neulich zum Beispiel einen Bürgermeister bei einer Podiumsdiskussion dabei, die sehr erfolgreich so einen Windpark umgesetzt hatten. Und der ist aber wirklich auch quasi in seiner Gemeinde, dann hat er mit ganz vielen Leuten geredet, hat die einbezogen, hat die überzeugt und dann haben die auch so eine sogar Windparkslösung gemacht und die Leute sind da auch super happy dann mit dem Windpark. Also Menschen haben ja schon auch die Möglichkeit, sich auf Veränderungen einzustellen und die positiv anzunehmen. Und das ist halt wichtig, dass man irgendwie Möglichkeiten schafft, für Leute auch diese großen Veränderungen, die kommen, positiv anzunehmen und die quasi so als einen guten Teil auch von unserem Leben halt zu sehen. Die Schwierigkeit ist ja allgemein die Sache mit der Veränderung, also auch im Alltag. Also die Veränderung, wir als Menschen tun es immer schwer mit Veränderungen. Jetzt kommen die ganz großen Veränderungen. Und wenn man mal ein bisschen Fernsehen schaut und so da anknipst, dann sieht man ständig über die Veränderung. Ich habe das Gefühl, dauernd, egal ob Finanzmarkt oder sonst was, immer 1000 Veränderungen. Ganz hinten habe ich einen Arm gesehen. Kann das sein? Schauen Sie mal, verdammt, das machen Sie ganz toll. Da habe ich mir noch eine Frage.
Passt das erstmal so mit den Antworten? Ja, vielen Dank. Ja, Carsten Baumhöfer. Ich würde gerne mal den Blick von den makroökonomischen Themen zu in die mikroökonomischen Dinge lenken wollen. Sie haben gesagt, Oma Kasischke, die ihr Haus dämmt. Wir haben ja heute das Thema Wasserstoff. Und wenn ich an Energieautarkie denke, im Kleinen, ne, Photovoltaik, Speichersysteme etc. pp., würde mich mal Ihre Einschätzung interessieren, inwieweit spielt denn Wasserstoff auch zu Hause zukünftig eine Rolle? Oder bleibt das wirklich nur im makroökonomischen, sag mal, Scale dort erhalten mit den Stahlwerken? Aber ich habe zu Hause kein Stahlwerk, ich brauche auch keins, aber ich brauche eine geschickte Speicherlösung. Das denken Sie jetzt. Wir sind im Veränderungsprozess. Wer weiß, was noch kommt. Wer steigt denn da ein? Wollen wir so umgehen? Genau, machen wir es mal wieder so zurück. Ja, können wir machen. Bei dieser Energieautarkie ist halt einfach das Problem, wenn Sie jetzt eine Solaranlage auf dem Dach haben und noch einen Batteriespeicher, der kann jetzt mal so ausgleichen zwischen Tagen, aber der kann einfach nicht diese Winterlücke überbrücken. Ja, und dafür brauchen wir dann eben schon stoffliche Energieträger. Es macht aber jetzt eigentlich keinen Sinn, dass Sie zu Hause irgendwie eine Elektrolyseanlage haben und irgendwie dann wieder noch eine Brennstoffzellenanlage, um das dann in der Dunkelflaute wieder zu verstromen, sondern dafür haben wir ja ein Stromnetz und das macht dann schon auch Sinn, jetzt diese Anlagen, also wie Elektrolyse, die wir eher großskalig machen können oder dann auch so Backup-Kraftwerke für diese Dunkelflaute, die dann mit Gasturbinen meinetwegen Wasserstoff verstromen, dass wir die dann nicht bei jedem einzelnen Haus haben, sondern möglichst eben, dass dann gut vernetzt ist. Es ist auch zu diesem Zweck sehr sinnvoll, das europäische Stromnetz noch weiter auszubauen, weil je größer eigentlich das Gebiet ist, das vernetzt ist, desto mehr kann ich das ja auch ausnutzen, dass vielleicht an der einen Stelle die Sonne scheint, an der anderen Stelle gerade mehr Wind ist. Ne? Da haben wir also auf jeden Fall auch Vorteile und brauchen dann weniger Backup-Kapazität. Also ich denke jetzt so im eigenen Haushalt wird Wasserstoff in den allermeisten Fällen keine Rolle spielen. Es wäre ja theoretisch möglich, mit Wasserstoff zu heizen, so wie wir heute auch mit Erdgas heizen. Das ist aber nicht so besonders sinnvoll, weil wie wir ja hier schon gesagt haben, Wasserstoff wird erstmal nur begrenzt zur Verfügung stehen. Zur Wärmeerzeugung ist es eigentlich günstiger, dann eine Wärmepumpe zu haben, die mit Strom betrieben wird, das Haus zu dämmen. Also ich sehe jetzt so keine Rolle für Wasserstoff eigentlich im Privathaushalt. Ja, vielleicht zwei Gedanken zu Ihrer Frage. Der erste Punkt wäre, es gibt klimarelevante Innovationen, die werden uns alle im Alltag immer wieder begegnen. Also ein E-Auto wahrscheinlich oder ein E-Fahrrad oder wenn wir ein eigenes Haus haben, eine Wärmepumpe und wenn wir zur Miete wohnen, gibt es dann eine Wärmepumpe und wie wird das umgeschlagen auf die Miete? Also es gibt klimarelevante Innovationen, die sind für uns alle als Individuen greif- und fassbar. Und insofern berühren sie uns direkt. Ne? Und da gibt es andere Innovationen, die sind eher systemischer Art. Und ich würde sagen, der Wasserstoff, über den wir jetzt reden, der ist in dieser Hinsicht eher systemischer Art. Wir haben ja eben gesagt, wo die Anwendungsfelder im Kern sind. Chemische Industrie, energieintensive Industrie, Stahlindustrie, Flugindustrie. Das kann uns alle wieder berühren, wenn wir in den Urlaub fliegen, sonst irgendwo hin, dass wir da gute Lösungen finden, sodass wir auch das Fliegen klimaneutral hinbekommen. Aber alles in allem würde ich Ihnen recht geben. Ne? Der Wasserstoff ist jetzt nicht eine Innovation, die vor unserer Haustür dann steht und die wir anfassen werden. Aber wenn wir ein Interesse daran haben, und ich würde artikulieren, ich hätte ein Interesse daran, dass Deutschland weiterhin starker Industriestandort wird, weil da unsere Wettbewerbsvorteile liegen, dann muss uns daran gelegen sein, dass wir auch die Teile der Industrie, für die es keine anderen Lösungen gibt, wie die Elektrifizierung, dann über den Wasserstoff in diese Richtung entwickeln können. Das gute Gefühl der Sicherheit wahrscheinlich, dass die ganze Bevölkerung auch ein gutes Gefühl dafür bekommt, wo wir also unsere Energie herbekommen. Ich meine, es wäre ja keine gute Message, wenn wir sagen, wir haben eine Klimakrise, wir müssen handeln und die Lösungen, die wir auf dem Tisch haben, werden dazu führen, dass große Teile unserer Wirtschaft wegbrechen und wir keine Perspektiven sehen für den Standort Deutschland. Das wäre ja keine gute Perspektive. Aber das Gesamtbild, das wir hier diskutieren, sieht ja ganz anders aus. Ne? In den Prozessen, über die wir hier sprechen, gibt es wichtige Chancen, gerade für einen Industriestandort wie uns, der stark ist in Systemlösungen, der stark ist, wenn es um Forschungsbasierung geht. Und das hat viel mit der Transformation zu tun, die wir jetzt bewerkstelligen müssen. Genau, das
Demzufolge, also ein Runterbrechen, also für die, ja, weil wir alle was von haben. Ich würde es nicht so apodiktisch ausschließen alles. Also wenn ich mir die letzten 25 Jahre anschaue, was da für Entwicklungen in Technologien passiert sind. Ich würde mir grundsätzlich keinen Weg vorab versperren. Aber es ist natürlich völlig klar, dass man am Anfang jetzt gucken muss, dass man überhaupt mal ins Going kommt. Also dass wir dieses Thema Wasserstoff skalieren, dass wir in der Effizienz einen sehr viel schnelleren Prozess noch hinkriegen, als wir ihn bei den Erneuerbaren hatten, was auch möglich ist, weil wir dort zunächst mal über industrielle Player reden, die eine ganz andere Kostenkalkulation haben als ein Privatmann. Aber meiner Meinung nach wird sehr stark davon abhängen, erstens, wie schnell wir mit den Kosten beim Wasserstoff runterkommen. Wir haben vorhin über die Erneuerbaren geredet. Also der größte Anteil für die Elektrolyse, Kostenanteil, ist der Strom. Und wir reden, wenn Sie mit den Saudis reden, wenn Sie mit den Australiern reden, dann reden die über die Frage, ob ein US-Dollar-Cent die Kilowattstunde PV-Strom, ob das günstig sei. Also da wollen die drunter. Wir sind hier 4, 5, 6 Euro-Cent die Kilowattstunde. Also da haben wir schon mal einen riesigen Kostenblock. Wenn wir das jetzt noch mit einer extrem hohen Effizienz für die Elektrolyse und also wenn wir da einen schnellen Prozess kriegen, glaube ich, wird man irgendwann an einen Punkt kommen, wo sich dann die Frage stellt, ob es nicht Bereiche gibt, wo die direkte Elektrifizierung eben auch im Gebäudebereich aufwendig ist. Alte, sehr alte Gebäude, sehr komplexe Gebäude, denkmalgeschützte Gebäude oder was auch immer. Also ich weigere mich immer zu glauben, dass wir eine One-Size-Fits-All-Lösung für diese Komplexität von Land, von Anlagen, von Gebäuden, von Verkehr haben. Also, wir werden ganz, also die Welt, die wir auch in der Klimastudie gemacht haben, die ist viel diverser, als die wir heute haben. Also wir müssen natürlich sagen, heute schlagen wir Reißzwecken in der Mobilität mit einem Vorschlaghammer ein. Also wenn Sie innenstädtische Mobilität, also ich habe selbst so ein Auto, ist aber ein Hybrid, ein X3 von BMW, der ist natürlich für die meisten Bewegungen in so einer Stadt wie in Berlin viel zu groß. Für andere Bewegungen, wenn ich übernächste Woche in Urlaub fahre, ist er genau perfekt. Also wir müssen gucken, dass wir versuchen zu verstehen, wie sind die Systemkosten. Und wenn ich für mein Haus jetzt, weiß ich nicht, 150, 200.000 Euro aufwenden müsste, um das so zu dämmen, dass ich eine Wärmepumpe einbauen kann, weil ich sonst mein ganzes Parkett rausreißen müsste oder was auch immer, dann stelle ich mir die Frage, ob es viele andere Fälle gibt, die lieber ein bisschen mehr für grünes Gas zahlen würden, als 200.000 Euro für eine Komplettsanierung des Gebäudes auch auszugeben. Das muss man sich alles überlegen und ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Zeit. Aber es ist klar, die großen Mengen werden natürlich erstmal im industriellen Bereich passieren. Ja, das machen wir schon. Du mal genickst. Auf jeden Fall kommen wir schon in der Sache ein bisschen näher. Professor Hösch. Ja, ich würde glaube, alle Systemfragen würde ich auch genauso beantworten, wie sie gerade beantwortet wurden. Aber ich bin dann ganz bei Ihnen, dass ich sage, warum? Nicht vieles entwickelt sich über Nischen. Photovoltaik hat mit 1000 Dächerprojekten gestartet und nicht mit den großen Freilandanlagen. Also es wird nicht immer die gleiche Lösung sein, aber es gibt hier in Adlershof ein Startup, das sich genau damit beschäftigt, Lösungen für das private Einfamilienhaus zu machen. Wenn Sie genügend Kunden finden, die das tun, um souverän zu sein, kann das wahnsinnig dazu beitragen, Technologien schneller zu machen. Vielleicht kommt man auch zu neuen Technologien, die sich nachher anders ausrollen lassen. Wir werden es bei uns am Zentrum auch machen, dass wir sagen, wir sind jetzt mittelgroß, also wir können, aber auch wir denken, wir forschen an den Themen, aber wir müssen das System auch verstehen lernen und wir wissen, wie man mit Wasserstoff umgeht, also macht es vielleicht Sinn, dass wir auch für uns autarke oder pseudo-autarke Lösungen erarbeiten, um das mal an einem Labortechnikum zu zeigen. Deswegen von der Systemfrage klar, wir brauchen den Wasserstoff hauptsächlich für die Industrialisierung, für diese Prozesse, aber vielleicht, wenn es viele Willige gibt, die sich halt lieber in ihrem Einfamilienhaus jetzt die Wasserstofftechnologie einbauen, das spannend finden, im privaten Umfeld
hat man eine ganz andere Wahrnehmung. Ich glaube, Dr. Messner, der weiß, wo er entsteht. Er hat sich jetzt gerade schon gemeldet. Ja. Sie wissen, wo er entsteht, wo man sich schon mal anschauen kann, welches Einfamilienhaus schon komplett Wasserstoff umsetzt. Ich würde nur einen Satz noch dazu sagen wollen. Also ich teile, was Sie gesagt haben, dass wir nichts ausschließen sollten in Bezug auf Innovationen, von denen wir ja gar nicht wissen, wie sie ausschauen werden. Und ich würde auch dieses Beispiel kaufen und unterstreichen. Wir haben vor 20 Jahren Diskussionen gehabt über die Erneuerbaren und die Preiskurven und Lernkurven, die wir erwartet haben. Da lagen auch die Optimisten, das gilt sogar für das Umweltbundesamt. Wir waren alle viel zu konservativ. Also da ist viel schneller, viel mehr passiert. Das teile ich. Insofern müssen wir offen nach vorne gucken. Aber der Punkt, der für mich wichtig ist, ist der Punkt, den Sie auch angesprochen haben, den wir eben alle auch betont haben. Aus der Perspektive der Transformation in den wenigen Jahren, die wir jetzt haben, haben wir einen enormen Bedarf an Wasserstoff in bestimmten Bereichen. Den müssen wir erstmal decken können durch grüne Energie und durch grünen Wasserstoff. Und das muss die Priorität sein. Ne? Und in der zweiten Runde dann große Technologieoffenheit und eine Perspektive auf Innovation, das teile ich dann wieder. Aber ich wollte diesen Punkt nochmal machen. Wir löschen noch dazu, da haben wir nämlich schon wieder nächste Frage. Aber, ja, aber genau dazu nochmal. Ich möchte nochmal auf ihn eingehen. Ja. Also ich habe inzwischen eine tiefe Skepsis gegenüber unserer Betrachtung, dass wir nur jedes Haus betrachten, jedes einzelne Haus. Ja, wir müssen viel mehr, also Straßenkarrees, Quartierslösungen. Ja, das teile ich. Wir reden, das ist total ineffizient, wenn wir uns mit jedem einzelnen Haus beschäftigen. Ich meine, ich habe so echt so ein altes Haus mit Fledermaus, Gauben und so einem Zeug, wunderschön, ein Albtraum in der aktuellen Gaspreislage, ich will es einfach nur sagen. Aber ich habe nebendran zwei so E+3 Apartmenthäuser mit Flachdächern. Die können heute keine PV-Anlage raufbauen und mir Strom verkaufen, mit dem ich eine große Wärmepumpe betreiben könnte, weil sie sonst Stromhändler werden. Also wir kapseln uns total in individuellen Kapseln ab und verlieren dabei so viel Effizienz und Möglichkeiten, dass man einfach mal guckt, und da brauchen wir viel mehr so auch ganzheitliche Beratung. Jeder kennt das ja, ne? Dann holst du den Heizungsbauer A und den Heizungsbauer B und den Heizungsbauer C und dann hast du drei Meinungen. Und dann bist du verzweifelt und fährst erstmal in Urlaub. Und danach fängst du wieder an mit Heizungsbauer D, E und F. Also da müssen wir echt besser werden und wir müssen in größeren Einheiten denken. Und das Regelwerk, haben wir schon gesagt, muss wahrscheinlich verändert werden. Jetzt haben wir schon wieder eine Frage aus dem Publikum. Da freuen wir uns natürlich drauf, das wollen wir natürlich noch mitnehmen. Ja, Andreas Recker, ich komme ja ganz aus der Nähe. Und ich glaube, meine Frage ist gerade passend zu dem. Müssen wir nicht in dem Zusammenhang auch darüber nachdenken, wie wir unsere ganze Stromversorgung umstellen und von dem zentralen Ansatz, so wie es jetzt ist, eigentlich wegkommen und das viel mehr regionalisieren, also den Strom dort erzeugen, wo er gebraucht wird, beziehungsweise eben dort verbrauchen, wo er auch erzeugt wird. Es gibt ja heute, wenn man so liest, Photovoltaikanlagen, die werden abgeschaltet, es gehen Terawatt von Strom wird einfach verdichtet, weil halt das in den Netzen nicht aufgenommen werden kann, weil es nicht transportiert werden kann. Und Strom über eine große Entfernung zu transportieren, erzeugt unheimliche Verluste. Also muss man nicht an der Stelle auch was machen, gerade wegen dem H2 als Speicher zu nutzen. Genau. Vielen Dank für die Frage. Die gehen wir gleich mal weiter. Ich denke, soweit angekommen, Professor Reusch. Da können wir den Forscher mal ranlassen. Okay, genau, gut. Ich glaube, das ist das, was man im Moment auf jeden Fall, glaube ich, man muss beides denken. Es macht schon sehr, sehr viel Sinn, größere Leitungen zu haben, die den Ausgleich zwischen Industriestandorten, zwischen windstarken, sonnenstarken Standorten zu machen. Wir brauchen aber auch natürlich dezentrale Lösungen, auch dezentrale Speicher. Und ich glaube, da kommen wir wieder dahin, was wir gerade eben diskutiert haben, vielleicht nicht jedes Haus zu denken, aber in Quartieren, in Industriegebieten zu denken, dort Zwischenspeicher anzupacken und dort zu überlegen, wo ist ein großer Batteriespeicher sinnvoll, wo geht es auch mal um Lastabdeckung, wo geht es um längere Speicherung, wo setzen wir Elektrolyseanlagen hin. Und der große Vorteil ist, je mehr Überschüsse wir an erneuerbaren Energien haben, desto mehr lohnt sich dann natürlich auch ein Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft zum Beispiel oder das Aufstellen von Elektrolyseuren. Also ich würde diese Frage aus meiner Sicht so beantworten, dass man sagt, man muss beides denken. Also nicht von einem zentralen zu einem dezentralen System, sondern wir brauchen ein agiles System. Und das ist für verschiedene Standorte verschieden. Und man muss es auch durchaus europäisch und dann auch international denken, wenn wir den gesamten Energiebedarf betrachten. Hm.
Wer möchte sich dazu noch äußern? Dr. Meister? Also ich glaube, generell kann man sagen, Digitalisierung und erneuerbare Energien sind Treiber von Dezentralität. Das ist der Punkt, den Sie gemacht haben. Also Netzwerke spielen eine viel größere Rolle. Ne? Und das heißt auf der anderen Seite nicht, dass Industriepole plötzlich verschwinden würden. Weil wenn wir über Wasserstoff reden und auf die deutsche Wirtschaftsstruktur schauen, da werden natürlich die ersten großen Elektrolyseure und die großen Wasserstoffinfrastrukturen, die wir brauchen, die werden eben in Richtung der chemischen Industrie in unseren Chemieregionen sein. Haben wir weiterhin solche Clusterbildungen. Ne? Aber wir haben einen großen Schub über Digitalisierung und Erneuerbare, die Netzwerkbildung stark stützt. Ja, also ich würde auch sagen, es wird auf jeden Fall eine Zunahme an dieser dezentralen Erzeugung geben durch Solaranlagen, ja vor allem, die dann möglichst auf allen Dächern drauf sein sollten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, trotzdem ein vernetztes System zu haben, eben um so Ausgleichseffekte auszunutzen, auch zwischen Wettersystemen, zwischen Wind- und Solarenergie, weil das in den meisten Fällen dann auf jeden Fall weniger Verluste hat, wenn wir Strom über das Stromnetz einfach dann zwischen Regionen transportieren, als wenn wir jetzt an einer Stelle dann uns abgekapselt haben und dann dort erstmal Wasserstoff erzeugen und den wieder rückverstromen. Also diese mehrfachen Umwandlungen, die verursachen immer mehr Verluste als ein Transport über das Stromnetz. Und genau deswegen denke ich auch, wir werden beides haben und wir werden ja auch die großen Offshore-Windparks auf jeden Fall haben und das ist auch sinnvoll und wichtig, um einfach diese Mengen an Strom bereitstellen zu können, die wir ja für die Industriezentren auch brauchen und da werden wir auf jeden Fall dann trotzdem auch eher große zentrale Kraftwerke eben haben. Offshore-Wind, das sind wir gleich wieder bei Ihnen, Herr Lisch. Ja, also wir planen, also Europa hat natürlich ein großes Gottesgeschenk, das ist die Ostsee und die Nordsee, die in der Relation zwischen Windgeschwindigkeiten und Wassertiefe weltweit einzigartig ist. Also weil je tiefer das Wasser, desto teurer Offshore-Wind. Also da haben wir eine Riesenchance und man sieht es ja auch gerade, ich war gerade diese Woche in einem Call mit Robert Habeck, der sich übrigens bei diesem Thema Offshore-Wind auf einer Detailtiefe, also ich dachte eher, das ist eine Runde von Ministeriumsreferenten, aber der Minister hat dort die Debatte geführt, das ist irgendwie sein Hobby. Also da planen wir riesige Dinge und dafür brauchen wir natürlich weiterhin zentrale Strukturen. Wir haben diese zentralen Strukturen, die haben wir in Mitteleuropa entwickelt und die muss man perspektivisch umstellen. Aber ich will jetzt nochmal eine Lanze brechen für die Dezentralität. Ich sehe die, nicht nur in Deutschland, sondern ich sehe die global vor allen Dingen. Also Bosch zum Beispiel macht sehr viel Solid Oxide Fuel Cell Technologieforschung momentan. Und die sind zum Beispiel in ländlichen Regionen in den USA, wo sehr regelmäßig der Strom ausfällt. Die haben viel Strom, auch viel Wind und Sonnenstrom mittlerweile, das wächst auch. Aber die haben ein katastrophales Stromnetz, also dieses Überlandnetz, das ist eine Katastrophe. Und was machen die, wenn das ausfällt? Die schmeißen einen Dieselgenerator an. Und das sind zum Beispiel Punkte, wo man in dezentral, also man hat schon eine Erzeugung in der Region, aber man hat dann Möglichkeiten, bei Ausfällen dezentral zu überbrücken, ohne CO2 zu emittieren. Und wenn ich mir viele Regionen in Afrika anschaue oder auch in Asien, das ist natürlich Wahnsinn. Man kann dort, man hat große Flächen, man hat große Sonneneinstrahlung, man kann dort große Erzeugung, Erneuerbare machen. Und wenn man das dann mit Solid Oxide Fuel Cells oder Speichern koppelt, dann hat man plötzlich Regionen, die niemals eine Hochspannungsleitung nationaler Art sehen werden, die sind plötzlich in der Lage, dort wirklich gut Strom zu produzieren und dann entsprechend auch sich ökonomisch auch aufzustellen. Jetzt muss ich mal nach Dahlem schauen. Ich hoffe, man hört und sieht mich immer noch. Von Dahlem kommen ja Fragen rübergeflogen. Wenn nicht, wir haben ja nur noch 10 Minuten. Ich muss mal schauen, wenn eine Frage da irgendwie ankommen sollte, versucht die uns irgendwie zu übermitteln. Was ist denn Dahlem? Können wir uns hören? Ja, klar, natürlich. Hören? Also so laut und deutlich ist ja Wahnsinn. Also jetzt die Fragen rausgehauen. Ja. Also wir hatten hier eine Reihe von Fragen, aber die sind eigentlich alle schon behandelt worden. Ich glaube, die letzte Frage, die ich noch auf dem Zettel hatte, war, ist es eigentlich wichtiger, dass die privaten Haushalte jetzt möglichst schnell auf Wasserstoff umsteigen oder sollte eher die Industrie vorausgehen? Jetzt werden gleich alle sagen, Industrie und Punkt, oder? Ja, so ist es. Ja. Industrie. Ja? Aber ein paar private Pioniere können es ruhig auch machen. Also Carsten, wenn du mal ein bisschen so als Vorreiter gehen willst, dann
wollen wir alle von dir lernen. Ja, wenn sie es auf der eigenen Tasche bezahlen, gehe ich damit. Wir haben übrigens die ganze Zeit gedacht, dass in Dahlem wirklich also da 200 Leute sitzen, deswegen sind wir gerade ein großes, aber das sind die Interessierten. Wir haben ja nur noch, habt ihr noch was aus Dahlem rüber zu transportieren? Nee, soweit erst einmal. Nee, und wir waren wirklich am Anfang durch eine ganze Menge Leute. Es ist jetzt ein bisschen ausgedünnt, aber es gibt hier, nee, war nur ein Zwischenruf. Wir sind eigentlich, glaube ich, sehe alles keine gut. weiteren Fragen. Alles wunderbar, aber schön, dass wir... War sehr informativ. Sehr schön, dass wir natürlich hier viele Fragen schon beantworten konnten. Also vielen, vielen Dank, Grüße nach Dahlem. Wir haben noch 8 Minuten Zeit und die letzten 8 Minuten, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Werbetrommel rühren, Professor Rech. Wir haben es die ganze Zeit eingeblendet, da ist es wieder. Was für ein schönes Logo, muss man erstmal so sagen. Ne? Also CatLab, Key to Green Chemistry. Das müssen wir mal so ein bisschen jetzt mal, wo wir hier sind, lange nach der Wissenschaft. Jetzt gehen wir nochmal ordentlich Gas hier. Wir haben wirklich so breit gesehen. Jetzt setzen wir uns alle ein bisschen lockerer hin und sagen einfach, Mann, Mann, Mann. Also vielleicht können wir nochmal, was heute noch so alles hier auf dem Plan steht. Wir haben ja heute die lange nach der Wissenschaften. Genau, also hier steht vielleicht noch ganz viel Wasserstoff auf dem Plan, ganz viel als Thema. Und vielleicht schauen wir das mal an. Wir haben ja diese T-Shirts an und es gibt ja gar keine Tafel. Und jetzt aber da gibt es. Also wir sagen halt CatLab, Key to Green Chemistry. Und warum ist das so wichtig? Warum sind Katalysatoren so wichtig? Die sind so wichtig, um den Wasserstoff herzustellen, das zu spalten, also das Wasser zu spalten. Dafür braucht man Katalysatoren. Aber die ganze grüne Chemie, und wo wir heute noch gar nicht drüber geredet haben, ist, oder ganz wenig, ist, dass wir eher chemische Grundstoffe brauchen, Polymere. Alles das machen wir heute aus Erdöl. Also wir müssen auch in der Lage sein, später aus CO2, aus anderen Dingen, neue Grundchemikalien herzustellen. Und auch dafür braucht man Katalysatoren. Und wir haben da ein Projekt, CatLab, zusammen, deswegen Dahlem zugeschaltet, Max Planck, Helmholtz-Zentrum Berlin gemeinsam, aber direkt gemeinsam mit der Industrie. Die Firma BASF ist von Anfang an stark mit involviert, die Berliner Universitäten. Wir sind teilweise hier am Campus der Humboldt-Universität in einer engen Zusammenarbeit mit der HU. Also das ist das, was wir hier machen. Und wenn Sie dann auch rübergehen und BESI-2, das Synchrotron, anschauen, da passiert auch ganz viel Katalyse, Wasserstoffforschung, weil damit die Industrie neue Katalysatoren entwickeln kann. Jetzt kann man sich wieder hinsetzen. Genau, damit man die machen kann, muss man verstehen, wie ist so ein Material, so ein Katalysator im echten Prozess. Und das heißt, man muss den untersuchen, was passiert da chemisch an der Oberfläche, wo Wasser gespalten wird, wo eine neue grüne chemische Reaktion stattfindet. Und das können wir mit dem Synchrotron anschauen. Deswegen ist das Projekt CatLab hier vor Ort am Synchrotron. Und nebenbei können Sie noch ganz viele spannende Forschungen auch hier kennenlernen. Das klingt total spannend. Und jetzt haben Sie bestimmt mitbekommen, der Moderator sagt CatLab. Ich habe auch die ganze Zeit immer, wie wir uns ausgetauscht haben, CatLab gesagt. Was ist nun richtig? Man kann sagen, Hauptsache man weiß, worum es geht. Genau, Hauptsache. Genau, Sie können CatLab oder CatLab sagen. Vorhin würde ich sagen, Herr Schmidt, das heißt CatLab. Also jedenfalls, es soll ja spannend sein. Ich habe jetzt noch für die letzten 5 Minuten, würde ich gerne mal so ein Resümee oder so ein paar Impulse mitgeben für das, was wir vielleicht heute so gehört haben, selbst in Ihren Köpfen noch so rumschwirrt, was Sie also gerne unserem Publikum hier und auch natürlich tausendfach in Dahlem mit auf den Weg geben wollen. Frau Dr. Erlach, vielleicht fangen Sie bitte an. Sich dem Publikum mit auf den Weg geben? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, aber vielleicht einfach nochmal den Gedanken, dass wir jetzt eben nur noch diese 23 Jahre Zeit haben, die Energiewende umzusetzen und das eben eine riesige Herausforderung ist für uns als ganze Gesellschaft und dass das einfach super ist, wenn jeder und jede Einzelne sich dafür einsetzt, guckt, was kann ich selber vielleicht machen, kann ich mich politisch irgendwie dafür einsetzen oder kann ich was ausprobieren, was Bernd ja auch gerade gesagt hat, vielleicht im eigenen Haus rumexperimentieren, dass man einfach guckt, wie kann ich mich einbringen mit irgendwas, was mir aber selber auch Spaß macht. Da sagen wir Dankeschön an die wissenschaftliche Referentin, Koordinierungsstelle Energiesysteme der Zukunft, ACATEC, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Ein Dankeschön, Applaus an Dr. Berit Erlach. Herr Dr. Messner, Ihre wichtigen Impulse, die jetzt rausgehen und bestimmt Montag in der Presse stehen. 3 Punkte. Also für mich ist es wichtig, dass wir sehen, dass wir tiefe Veränderungen vor uns haben in kurzer Zeit. Die sollten wir nicht wegdiskutieren sozusagen, sondern sagen, dass da was ansteht, was wirklich ein Kraftakt sein wird, weil es gibt keinen Klimaschutz, den keiner merkt. Der fällt einem dann auf die Füße. Ne?
Der zweite Punkt, der heute ja deutlich geworden ist, ist, wir haben viele der Lösungen vorliegen und müssen sie jetzt miteinander verbinden. Und dafür brauchen wir viel Kommunikation. Ich hatte ja von dieser, Sie haben das Synchronisierung genannt, Herr Lösch, ich hatte das Parallelität von. Ich glaube, dass wir da was schaffen müssen, worin Deutschland eigentlich ganz gut ist, Konzertierung. Die Bundesregierung redet ja gerade in Bezug auf die Inflationsbekämpfung über Konzertierung. Das, was wir ja heute diskutiert haben, braucht auch Konzertierung. Und der dritte Punkt ist, die Chancen betonen, also die Möglichkeiten, Dinge nach vorne zu bewegen. Wenn wir das, diesen Dreiklang gut hinkriegen, dann können wir das wuppen. Dann sagen wir Dankeschön an den Präsidenten des Umweltbundesamtes. Applaus für Professor Dr. Dirk Messner. Vielen Dank. Holger Lösch, im Namen der Industrie. Also ich würd gerne drei Hollywood-Filme anführen. Der erste ist einer meiner Lieblingsfilme, das ist Der Marsianer, wo Mark Watney am Mars vergessen wird und dann in irgendeiner Szene sagt, ich muss mich mit Wissenschaft aus dieser Bredouille ziehen. Also ich glaube, wir brauchen Wissenschaft. Das zweite ist Apollo 13, wo die ein echt brutales Problem haben und dann unten auf der Erde mit allen Materialien, die auf der Raum, also im Apollo-Raumschiff sind, eine CO2-Filteranlage bauen mit Klebestoff und all diesem Zeug. Also wir brauchen echt viel Kreativität, Innovation, auch mit dem, was wir haben. Und der dritte Film ist, wir dürfen nie die Hoffnung verlieren, dass es doch nicht doch perspektivisch so kommt, wenn wir richtig gut sind wie in Zurück in die Zukunft, wo der Professor dann irgendwann mit dem Fluxgenerator auftaucht, wo er nur noch Müll reinwirft und er hat CO2-neutrale Energie. Also was ich damit sagen will ist, wir müssen wirklich gucken, was haben wir schon und das ist viel, das müssen wir weiterentwickeln. Und wir müssen aber auch wirklich kühn denken, weil ich glaube schon, wir werden da noch Technologien entwickeln in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, wo wir dann, wenn wir dann vielleicht noch da sind, vielleicht nicht alle, dann sagen würden, verdammt nochmal, da haben wir uns aber ganz schön kompliziert angestellt vor 30 Jahren. Also da hoffe ich ganz fest drauf. Genau, Houston fällt mir immer ein. Also viele sagen immer, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Wäre komisch gewesen, wenn die gesagt hätten, Houston, wir haben eine Herausforderung. Deswegen finde ich das Thema, die sollen so richtig Probleme beim Namen nennen. Dankeschön an den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Deutschen Industrie. Applaus für Holger Lösch. Professor Dr. Bernrech. Ja, ich glaube, ich bin jetzt inspiriert durch den Marsianer. Ich denke, man kann ja mal rübergehen zum DLR und den Mars-Film anschauen, animiert. Dann sieht man toll, wie es auf dem Mars ausschaut. Man kann sich noch anschauen, wie es auf dem Mond ausschaut und ganz weit ins Sonnensystem gehen, wie es überall ausschaut. Und dann wendet man den Blick zurück und sieht diese grün-blaue Erde. Und man muss sich wirklich noch mal bewusst sein, was wir für ein Glück haben, dass wir die haben und wir werden keine andere haben. Also es muss uns, also mit all den Schrecken, die wir jetzt haben, die Kriege, die wir sehen, es muss uns einfach bewusst sein, dass wir diese Erde bewahren müssen. Und dafür müssen wir jetzt handeln, wir müssen lokal handeln und wir müssen global handeln. Und da rufe ich uns alle gemeinsam auf zu. Dann sage ich vielen Dank an den wissenschaftlichen Geschäftsführer Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH. Applaus für Professor Dr. Bernd Rech. Ja, da möchte ich mich bedanken beim Publikum hier in Adlershofen. Ich winke zu nach Dahlem und schön, dass Sie Zu- und Hinhörer mit dabei waren, als Zuschauer und Hinhörer mit dabei waren und hoffentlich viel Neues, Bekanntes natürlich auch gehört haben, Spannendes und Zukunftsorientiertes und vielen Dank, dass wir allesamt Teil von 1400 Programmpunkten, ist ja Wahnsinn, lang nach der Wissenschaften sein konnten und ich durch diese spannende Runde führen durfte. Enden möchte ich übrigens mit einem Zitat. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist, schrieb Jules Verne bereits 1870 in Die geheimnisvolle Insel. Ich hoffe, wir konnten einige Geheimnisse lüften. Jetzt wünsche ich einen schönen Abend, schönen Sommer. Ihr Mario Schmidt. Dankeschön. Thank you.